Ah, du hast mich gefragt. Was? Ja. Bam! So, offizieller Start von der Erfolg. Feel Good Podcast mit der Jane Mumford. Welcome. Hey, thank you. It feels so good. Ah. Nah. Hast du extra gemacht? Das ist mir spontan eingefallen. So bin ich halt. So spontan funktioniert das Hirn am, was haben wir jetzt, 11 Uhr morgens? Ja, wenn es eh schon auf Englisch tickt, dann ist es wie so mit inbegriffen. Yes. Es fühlt sich früher an, als es ist. Für mich ist es viel zu früh. Ja. Was hast du gestern gemacht? Jetzt Nacht gehabt. Wow, crazy. Ja, hey, weißt du, so Partyzeiten nach 30. Es ist gerade wirklich, man hat sich davon gekommen, sind ein die Matsch geschaut und dann sind ein paar dort gesessen und die eine sagt so, ich bin so verkatert und so. Und man sagt, aha, was hast du denn gestern gemacht? Ja, wir sind gehen essen und nachher sind wir noch in einer Bar. Und dann bist du so, eben, dann fühlst du so, ja klar, nach 30 ist das wirklich das längste Verkatert. Vorhin bist du so in 29 Bars und dann hast du gesagt, ja, und dann irgendwann haben wir nicht mehr gewusst, wo wir sind. Und am Morgen musste ich arbeiten, bin direkt gegangen. All das Zeugs. Und jetzt ist es wirklich so, gehst du etwas trinken und hast einen Kater. Ich habe aber wirklich diese Woche, glaube ich, original so viel getrunken, wie im ganzen vorderen Teil des Jahres insgesamt. Wirklich? Es war eine straube Woche. Die EM, ich glaube, die Leute haben sich nicht mehr gespürt. Ich offensichtlich auch nicht. Negroni-Shots. Ja. Das muss verboten werden. Wow. Ein Negroni-Shot ist schon in sich so etwa so 3 Zentiliter. Das ist eigentlich ein Negroni ohne Eis. Es ist einfach... Das ist einfach ein lauwarmer Negroni. Yeah. Das war mein Tod. Aber es hat sich gelohnt. Wirklich? Sage ich jetzt. Nachher. Jetzt, dass es mir wieder gut geht. Ja. Yeah. Also ist es wegen einem spezifischen Match gewesen, oder einfach England, Schottland. Ja, wo lustigerweise nicht schlecht war. Aber auch nicht gut. Genau, aber es ist trotzdem ein 0-0 gesehen. Darum haben wir eben so viel getrunken, weil es ist so unspannend gewesen. Nach einer Zeit hat man wirklich gemerkt, okay, die Engländer sind mega aggro drauf und faulen die ganze Zeit und die Schotten sind einfach empört. Und dann hast du auch nicht mehr müssen herschauen, hast können warten darauf, bis irgendjemand etwas vor sich gibt. So. Und du bist für England? Nein, ich finde es schwierig. England gegen Schottland. Yeah. Schottland ist einfach sympathischer. Ich meine, sie haben den Brexit nicht wollen. Yeah. Sie wollen jetzt wieder zurück in die EU. Ich kann, du hast ja zu wenig Nationalstolz. Ich habe keinen Nationalstolz. Ich meine, wir haben so den Mini-Me von Trump an der Regierung. Ich kann wie so, weißt du, ich mache das so wend, aber ich habe nichts mehr damit zu tun. Ich habe mal etwas sehr Spannendes über den Boris Johnson gesehen. Ist bei irgendeinem, ich weiß nicht, ob es beim Russell Howard gesehen oder beim John Oliver, oder irgendjemand, der Boris Johnson mal ein bisschen länger behandelt, wo gesagt hat, der ist viel intelligenter als der Trump. Er wirkt wie so ein kleiner Trump, aber er kann viel besser mit den Medien spielen. Du, das perfide an ihm ist, er weiß genau, was er macht. Genau. Und das ist gefährlich. Mhm. Wer extra so blöd tut, der ist ein Psychopath. Mhm. Den müssen wir einfach einsperren. Aber jetzt ist er halt einfach so im Parlament eingesperrt. An der höchsten Stelle. Ah. Ja. Aber darum bist du für Schottland gesehen. Ja, sehr fest. Aber ich hatte auch die total richtige Intuition gehabt. Ich habe 20 Stutz gewettet, dass es unentschieden ist. Das und alle anderen haben irgendwie das Gefühl gehabt, es wird etwas. Hast du bei der Wettquote eingegeben oder hast du gegen andere Leute gewettet? Ich habe gegen andere Leute eingegeben. Also das heisst, ich habe 40 Stutz gewonnen. Ja, immerhin. Ich habe mich aber massiv verstritten mit dem einen von beiden, mit denen ich gewettet habe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 40 oder 20 bekomme. Thema LGBTQ. Plus, er ist ein älterer weißer Mann und findet es irgendwie unnütz. So, that was that. Das ist dann jetzt wie so ein bisschen. Und, aha, und dann kann man den Wetteinsatz halbieren. Ich wette sein Geld jetzt einfach nicht mehr. Es wäre Dreckungsgeld. Ja. Oder ich soll es nehmen. Gerade weil ich sage, nimm es doch. Ich soll es nehmen und spenden an LGBTQ+. Gerade weil ich sage, du darfst nie das Geld ablehnen, sondern du musst es nehmen und in etwas umwandeln. Never say no to money. Zitat Schuhe von Mutzenbecher. Nein, wirklich? Du kannst etwas Schlaues damit anfangen, als wenn du es dieser Person lässt. Ist auch gut, habe ich es an dem Abend nicht bekommen, weil dann wäre ich einfach go weiter.
Ja, siehst du, selber gesehen. Siehst du, dann hättest du in etwas Besseres investiert, als wenn du dir eine Person gelohnt hättest. Allein schon, wenn du wärst gesaufen mit dem Geld, hat es gelohnt. Also Leute wettet einfach gegen Andersdenkende. Immer. Meine Mutter hat mal, das ist wirklich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 7, 8 oder so, einen Schulausflug gehabt. Sie hat darauf gewettet, dass du eine empirische Giftung bekommst und ins Spital musst. Nein. Sie hat gewettet darauf, dass ich nie mehr zurückkomme. Wir haben einen Ausflug gehabt und wir sind irgendwie, es ist so, weißt, so Winter mit so Schlitten und Bob so. Und irgendwie bin ich am Ende ein bisschen in seinen Bob reingefahren und dann hat es geheißen, ich habe den Bob kaputt gemacht und der hat 200 Franken gekostet. Und dann hat die Mutter von dem, hat meine Mutter auch gestresst, sie muss jetzt unbedingt den Bob zahlen. Wie reich ist die Schule, wo ein Bob 200 Stutz kostet? Eben. Oder wie geil ist der Bob gewesen? Hat er irgendwie Lichter gehabt? Hat er ein Stereo? Es hat geheißen, es sei ganz neu gewesen, mega top modern und so. Und meine Mutter so vom Gut und dann gerade kaputt. Und doch hast du mit deinem kleinen Plastik-Füdli-Schlitten können den kaputt machen. Eben. Und meine Mutter so vom Gut und dann kaputt. Auf, aber ja. es ist dann wirklich wochenlang ist penetriert worden. Der Bob ist kaputt, mein Bruder 200 Franken, was weiß ich. Und dann hat es so langsam die Weihnachtszeit gekommen. Und dann hat meine Mutter irgendwann, hat sie deren einfach der Einzahlungsscheinbeleg von der UNICEF für 200 Stutz geschickt. Hat sie gefunden, ich habe jetzt den Bob entschädigt. Oder irgendetwas. Ich weiß nicht, was sie gerade geschrieben hat. Aber sie hat auf, so geil. Sie hat auf 200 Stutz UNICEF gespendet und gesagt, da ist der Bob. Ja, yeah, get your priorities straight. Das war ein richtig, richtig badass Move gewesen. Ist sie so ein bisschen badass, deine Mami? Ich bin mega badass, ja. Was macht sie so? Ich habe eben gar nicht recherchiert. Ich weiß gar nicht, wer der Mann ist. Was macht sie nicht? Gut, aber das darfst du auch nicht. Also ich finde ja wichtig, dass wir einfach miteinander schwätzen. So. Darf ich sagen, ich bin glaube die Letzte in der ganzen Szene, die gecheckt hat, dass du einen Papi hast, den man muss kennen, weil ich bin komplett ohne deutsches Fernsehen aufgewachsen. Wir haben nur englisches Fernsehen geschaut. Yeah. Nach irgendwann alle so, ja, aber du weißt schon, wer sein Vater ist. Und ich so, ich weiß auch nicht, der Herr Mutzenbauer. Dann haben wir alle so Clips gezeigt und ich so, okay. Ich weiß gar nicht. Also, was auch immer ich für Sympathie dir gegenüber hatte, waren ehrliche gewesen. Ich habe es mit niemandem assoziiert. Du bist für mich einfach so blank slate. Ich habe auch nicht gewusst, dass das noch ein Thema ist. Vielleicht ist es nur ein Thema, wenn jemand wie ich so dumm ist, um es nicht zu wissen. Dann tun die Leute das so extra aufspielen. Ja, okay. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jemanden begegne, ich habe das Gefühl, die Person kennt mich nicht, weiß nicht, was ich mache und hat auch sonst keine Ahnung von meinem Umfeld oder was weiß ich. Oder versucht etwas im... Genau. Der Mensch hat keine Ahnung. Keine Ahnung, dumm, ungebildet. Das ganze Programm. Die Arroganz von deinen Künstlern. Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Ich erkläre es dir. Nein, das finde ich das Schlimmste. Auch Menschen, die dir Sachen erzählen, weißt, wo du die Hälfte schon, oder du musst schon alles wissen, damit du überhaupt rauskommst, was sie erzählen. Weißt du, ja, und weißt, dann habe ich ja, keine Ahnung, und dann bei meinem Gig letzte Woche habe ich ja das und das. Weißt, und du denkst so, welcher Gig letzte Woche wo? Also aber, sie gehen davon aus, es ist so spannend, dass es die ganze Welt wahrscheinlich jetzt schon weiss. Dass du es mitgekriegt hast, ja. Und ich merke immer so, wenn man zu fest in der eigenen Welt gefangen ist, dass das passieren kann. Und da muss man sich immer so ein bisschen schützen davor. Also man muss immer lieber sagst, wie einmal zu oft, auch wenn ich jemand Fremdem irgendwie sage, ja, ich bin ab und zu in Zürich, weil ich habe noch einen Podcast, dann muss ich dort aufnehmen. Weißt du, nicht einfach so, weil ich mache ja den Podcast in Zürich. Der Pod. Feel Good. Part. Weißt du, wenn ich amigs für viel Geld auf Zürich gehe und alle so, okay, was geht da genau auf Zürich? Für den FGP. Wenn ich für den FGP auf Zürich gehe. Kann ich wissen, so, der Politik ist. Genau, das wird eine neue Partei. Der Feel Good Podcast wird eine eigene Partei. FGP. Ja, FGP. Ja. Das wäre gut. Feel Good Partei. Feel Good Partei. Cool. Fandest du gut? Ja, das, also gerade nach dem letzten Abstimmungssonntag finde ich es braucht wahrscheinlich eine kleine Aufmischung. Ich habe das Gefühl, die Feelgood-Partei war dann aber so sehr
Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Kennst du das Video? Ja, dann würdet ihr einfach so am Anfang von jeder Sitzung aufstehen, ja, genau, und so singen. Jede Zelle ist voll gut drauf. Viel gut. Ich glaube, bei dir ist das aber so. Bei dir ist jede Zelle voll gut drauf. Hm? Nicht immer. Zumindest von der Frisur. Das natürlich schon. Nein. It's morning. Guten Morgen. Sie springen so auf zu Morgen. Es ist aber noch schlimmer, wenn ich sie nicht mache, dann gehen sie noch mehr in alle Richtungen. Nein, ich bin nicht... Stutz an die Person, die mir ein Foto von dem schickt. Ich kann auf dir jetzt zeigen. Das ist gut. Also gibt auf den 50 Stutz. Siehst du, einfach kommt schon Geld im Leben. Siehst du, und dann... Oder ich wette mit dir 50 Stutz. Dass ich es dir zeige. Ja. Deal, okay, zeigt cool. Das 50 Stutz. Wo sind meine 50 Stutz? Wir haben nicht gesagt, in welche Richtung es geht. Ja. Gut, dann sind wir wieder even. Weil vorher hast du gesagt, die Person, die es dir zeigt, der ist 50 Stutz. Und jetzt haben wir gewettet, jetzt muss ich dir 50 Stutz geben, also sind wir wieder auf null. Verdammt, er ist gut. Er ist zu gut. Da. Nein, aber nur schnell, wegen jede Zelle vom Körper ist gut drauf. Mhm. Ist natürlich nicht so, aber was ich wie gemerkt habe in den letzten paar Jahren, ist, für mich funktioniert das zumindest so, dass wenn ich das bewusst mache und an dem schaffe, dass das wirklich einen nachhaltigen Effekt hat für mich hauptsächlich und zum Teil ein bisschen mein Umfeld. Man sagt ja, dass wenn man lächelt, tut man schon einen gewissen Betrag von Serotonin ausschütten, einfach weil Lächeln mit dem konnotiert ist. Mhm. Ich kann das aber fast nicht glauben, weil wenn du an der Rezeption sitzt, 24 Stunden am Tag, ja, irgendwann hast du doch einfach kein Glückshormon mehr zum Geben. Ja, ist das jetzt wegen dem Lächeln oder wegen dem an der Rezeption sitzen? I mean, you tell me. Ja. Ich habe es leider noch nie gemacht, das konnte ich mich noch davor schützen. Aber ja, sich selber einfach glücklich wünschen, das funktioniert. Ja, also es geht ja nicht nur um glücklich wünschen, sondern ich habe so wie gemerkt, dass so Mini-Effort, wie halt einfach irgendwie, wenn du, frag mich nicht, an einer Rezeption bist oder an einer Kasse oder egal was, auf dem Namen, wo du eine Interaktion hast mit jemand Fremdem, dass du der Person, egal wie die drauf ist, dass du der mal schnell nett Grüezi sagst und am Schluss und man kann danke. Viele aus ihrem Trott rausholen, wenn man sie genau. Unerwartet freundlich begrüßt. Ja, eben. Jetzt wäre ein guter Moment, um vom Feelgood-Podcast auch noch so Poster produzieren mit so Motivationssprüch, so schenke der Welt ein Lächeln und sie wird dir das zurückgeben. Genau. Und das mit einem schönen Sonnenuntergang. Ja. Und die Sonne lächelt. Genau. Und aus irgendeinem Grund ist noch ein Teddybär oben rechts im Ecke. Ja. So. Weil, wieso nicht? Genau. Weil mehr Teddybären. Und das knallen wir dann noch auf Instagram und schicken es in WhatsApp einmal quer allen Menschen, aber noch mit so einem Wasserzeichen. Der Schule hat natürlich auch die Adresse von allen Menschen. Allen Menschen. An alle. An at Menschheit. Und unten rechts hast du dann noch so eine Wasserzeichen, www.fgp.de. Gute Launensprüche. fgp.de. So, jetzt ist mir gar kein Kaffee wieder auf. Aber nein, mega viel von diesen Sprüchen, also wenn es nicht so kitschig wäre, würde es ja schon auch stimmen, zum Teil. Ja. Yeah. Zählt wahrscheinlich nicht, wenn du jetzt wirklich eine richtige Depression hast und darüber sagst, hey, lächel doch mal, Schätzchen. Genau, vor allem mit Schätzchen noch, das kommt sehr gut. Ich finde, wenn du Schätzchen ans Ende von einem Satz hängst, ich höre viel besser zu, ich nehme es viel ernster, ich fühle mich auch mega liebevoll behandelt. Ich weiß nicht, wieso das nicht mehr Leute machen in dieser kalten Welt. Mit einem Klaps auf den Arsch. Oder, Schätzchen? Ja. Das gehört nicht. Um das zu sehen, was gerade passiert ist, müsst ihr jetzt halt den YouTube-Kanal schauen. Du machst es perfekt. Du machst beim Audioformat machst du Werbung für das Videoformat. Oh, you know, I'm a professional. Nach so vielen Jahren im Business, im Podcast-Business. Weiss mir einfach Bescheid. Was machst du im Podcast-Business? Ich werde auch mega viel eingeladen auf Podcasts. Ja, das weiß ich. Das stimmt eben nicht. Doch! Du, ich glaube, oder vergiss ich etwas? Nein, ich bin eine ziemlich Podcast-Jungfrau. Man hat glaub, gemerkt, dass ich mich nicht gut benehme, schon im Alltag. Und dann ist es natürlich auch gefährlich, wenn man mich dann ins Studio einladet. Nein, ja. Ich mache Witze, es ist einfach noch so am Anfang. Finde ich jetzt noch nicht so. Aber also Podcasts in der Schweiz sind meiner Meinung nach immer noch sehr in Kinderschuhen, sozusagen. Es ist überschaubar, die Szene. Ja. Ja.
Ja, du, es gibt so... Dich gibt es, also vor allem die mit den Gästen. Ja. Ah nein, stimmt, das Jahr bin ich beim Jan Graf schon gewesen. Das war sehr cool gewesen. Wow, ich habe wieder mal über «Was soll Kunst?» geredet. Mhm. Ich finde das so spannend. Ich merke jedes Mal wieder, wie undefiniert eigentlich also Kunst ist. Ja. Was ist Kunst? Mhm. Ist der Podcast Kunst? Nein. Nein, okay. Ich bin mittlerweile sogar, ich finde es natürlich mega toll für mein Ego und es ist auch immer so ein bisschen Eigenschmeichelei, wenn ich sage, Komiker sind Künstler. Wenn ich aber ganz ehrlich mit mir selber bin, habe ich zum Teil das Gefühl, auch Komiker sind keine Künstler, sondern sind oft Entertainer. Aber das ist wahrscheinlich eben auch eine Definitionsfrage, warum machst du es überhaupt? Und ich glaube, ab dem Moment, wo du anfängst, dir überlegen, haben sie gelacht? Ja, nein. Nein, okay, es ist Kunst. Ja, eben nein. Also, sorry, nein, anderes. Also sobald du den Prozess von einem Bit irgendwie anfängst verändern, damit es funktioniert, habe ich das Gefühl, ist es nicht per se mehr Kunst, sondern mehr eben der Entertainment-Wille dahinter. Also irgendjemand dort verschmelzen die Grenzen. Es verschmelzt sowieso. Also ich meine gerade so bei... Ich meine gerade eben so Kunst. Eine gute Freundin von mir ist Künstlerin. Mhm. Wirklich so Art-Kontext. Mhm. Und sie macht aber Filme, wo ich so auch humorvoll und so mit Selbstironie finde, dass es mich erstaunt, dass Kunstwelt das nicht quasi abschreibt, weil sie sich ja wie so extra ernst muss nehmen, weil ja jetzt eben die Grenzen von der Kunst auch schon so verwischt worden sind. Dann finde ich es sehr cool, dass sie trotzdem so wirklich in ihrem Style einfach das macht. Ja. Und sie haben ja wieder so gemerkt, Kunst muss nicht unbedingt... Nein, natürlich, ich glaube, es kommt ein Stichwort Art Basel, Kunst muss nicht oben ohne sein. Habe ich dann gemerkt und habe es aufgehört machen. Und seither... Nein. Sag nur, ja. Ja, und seither werde ich weniger in TV-Formaten und mehr auf Podcasts eingeladen. Was hast du gemacht dort? Du, das ist in der Vergangenheit, das versprechen wir jetzt nicht. Ah, okay. Nein, aber auch Basel habe ich einmal so lustig gefunden. Ja, also da bin ich so ein, zwei Mal mit meinem damaligen Freund, weil er Künstler war. Und ich habe wirklich so gemerkt, wow, ich habe so ein altmodisches Verständnis von Kunst. Ich habe so gern, weißt du, einfach Bilder. Ich habe so gern Bilder und Skulpturen und ich check's wie nicht so. Also an der Art Basel. Die Art Basel ist sehr, sehr faszinierend aus verschiedenen Gründen. Also von der Art Basel rede ich gerade noch, was so meine Erfahrungen sind. Aber nur schnell wegen was auf der Bühne, eben zum Beispiel bei Comedy Kunst ist oder nicht. Ich denke, es kommt dann die nächste Stufe, wenn du einfach mal ausprobiert hast und schaust, was funktioniert nicht. Das ist so der Entertainment-Wille. Wenn du dann anfängst, effektive Programme zusammensetzen, die thematisch mit einem Plakat übereinander legen, wo du wirklich irgendwie so ein bisschen einen Kontext zusammensuchst. Ich glaube, dann kommt wieder mehr der künstlerische Aspekt rein. Habe ich das Gefühl. Hast du denn an der Art Basel schon mal moderieren? Aber nein, also zu der Art Basel, mein Großvater ist Künstler, ist Maler und er hat wirklich seit weiss nicht wie viele Jahren hat er immer ein Bild bei der einen Galerie. So. Okay, aber das ist solide. Das ist, genau. Und das ist halt dann immer so bei uns, logischerweise in der Familie, bist du oft immer schon an der Art Basel gegangen, eines Tages und so. Und darum, ich bin überhaupt nicht irgendwie kunstaffin oder irgendwie mit dem Fullart da rumgelaufen. Aber ich sehe dich zwar schon mit dem Fullart dort rumlaufen. Ich mir auch. Mega. Und recht pretentious. Aber es ist einfach mehr so gesehen, schon wirklich als Kind bist du irgendwie oft an der Art Basel. Und dann verliert es so ein bisschen seinen... In Anführungs- und Schlussstrich wachst du mit auf. Das heißt nicht, dass die Verständnis haben oder so von Kunst, aber halt einfach viel Bilder und Installationen und was weiß ich schon gesehen. Halt einfach, wirst immer konstant berieselt irgendwie. Weil es ist ja jedes Jahr und es ist jedes Jahr alles neues Zeugs. Und es ist extrem spannend zu sehen, wie einerseits, dass dann eben so schnell so viel grösser geworden ist,
Immer wie mehr. Und früher war es so in einem WC von einer Bar, gewesen, und so drei Bilder und eine Skulptur ins WC reingestopft. Ja, und weißt, es geht nicht nur um die Art, sondern es geht dann um alle die Side Arts, alle die Seitenmessen, wo dann irgendwie da kommt jemand noch mit zwei Tagen und dort gibt es noch ein Projekt und Zeugs und Sachen. Und es ist dann wirklich oft so, ich glaube, es ist fürs Hirn nicht gut, wenn du dann so komplett... Es ist ein bisschen viel. Genau, wenn du so komplett zuballert wirst mit so viel aufs Mal, weil Ich glaube, ein einzelnes Werk kann ja dann gar nicht mehr so durchstehen. Weil wirklich, nach einer Stunde, weißt du, dann gehst du irgendwie an so einen Apero und nachher läufst du durch alle die Gänge und nach einer Stunde ist die Hirne ist Matsch. Ich habe mir gesagt, Herr Kopf bekommen nach ein paar Stunden. Gell? Das heisst, du kannst gar nicht mehr aufnehmen. Aber es ist ja auch nicht, ich glaube, es ist auch nicht für uns, es ist für Leute, die wirklich kaufen wollen, für Profis, die quasi das schon wie so vorgefiltert können, die sich reinlassen und einfach wie so eine Automesse einfach so... Das ist interessant, das ist interessant. Und dass sie es überhaupt für uns, die es nicht kaufen können, offen haben, ist nur, damit wir wahrscheinlich bereit sind, um so viel Steuern zu zahlen, um das irgendwie zu unterstützen. Dass man das Gefühl hat, es ist fürs Volk. Aber es ist wie, ich glaube nicht, dass es für uns einen Sinn macht. Ich bin schon manchmal von einer Ausstellung überfordert. Es ist dann eben, zu Basel an der Art ist dann nicht der nächste Faktor, ist, ganz viele Menschen siehst dort, die sich das Zeug gar nicht anschauen. Ja, sondern als soziales Event. Richtig, du gehst in den Innenhof, hast irgendetwas Schönes angelegt, bist dort mit dem Güppli und dann geht es wirklich darum. Ja, Swiss Comedy World, einfach so. Ja, genau. Und dann geht es wirklich darum, so ein bisschen zu schauen, wer ist auch da und so. Weil dann die Leute wirklich auf der Bühne Performance machen, bist du auf Instagram und schaust, was sind die anderen am Posten. Und dann so, ja, mega gut, mega lässig. Redest du jetzt von der Art oder vom Comedy Award? Oh, beides. Ja, während der Performance ist es ja auch geil, wenn du das filmen kannst und dann wäre es das gewesen. Und was aber... Meine ich jetzt vom Swiss Comedy. Und was an der Art Unlimited geil ist, kennst du die? Das sind so die über... Oh mein Gott, das sage ich einfach noch mehr Zeugs. Das sind die übertrieben grossen Sachen. Ja, ich finde es schön, dass das die Definition ist. Es sind einfach übertrieben grosse Sachen. Ja, muss man genau so sagen. So, ja. Und da hast auch... Ist gut? Hey, ich weiß auch nicht, aber es ist übertrieben gross. Das ist das Hauptsächliche. Und dort kannst du dann so ein bisschen die Ironie vom Ganzen Sie sehen. Sie sind jetzt auch die Size Matters Galerie nennen. Wo ich mit einem Kollegen gesehen bin und... Das ist halt so eine riesige Industriehalle und dann hat es am Boden hat's ab und zu so ein bisschen so Flecken, so Wasserflecken, so grössere, oder? Oder von Leuten, die sich auch bepisst haben von Freude, die es gesehen haben. So einen grossen Hund! Lecker! Und dort hast du wirklich können, so Menschen, die über so Flecken gelaufen sind, können sagen, Achtung! Und dann sind sie so weggerufen. Hast du das gemacht? Ja, und dann haben sie gemeint, es ist ein Kunstwerk. Also es ist dann zum Teil nicht so weit weg voneinander, oder? Ja, du könntest ja wirklich einfach so ein Full-On, so ein kleines Namensschild anziehen und so durchlaufen, wie so, Achtung bitte, die Flecken, Entschuldigung. Dort ist jemand gestorben gestern als Performance, könnte ich genau. Aber was eben alles dann wieder den Kreis schließt, wenn man sagt, was ist Kunst, was kann Kunst und so weiter, mit dem Tabus letztes Mal schon ein bisschen über das gequatscht, ist natürlich, dass auch wenn etwas übertrieben gross ist, macht es trotzdem irgendetwas mit dir? Fuck, ich weiss jetzt im Folge, was mein nächster Programmtitel ist. Übertrieben groß. Finde ich nicht schlecht. Ja. So, oder Jay Mumford, es macht etwas mit dir. Sehr gut. Das finde ich sehr gut. Viel zu prätentiös. Es macht etwas mit dir. Finde ich wirklich nicht schlecht. Oder gibt dir etwas? Gibt es da etwas? Fragezeichen. Yeah, yeah. Aber das ist am Schluss ist das ja dann effektiv Kunst. Da, 50 Stutz, danke. Nochmal? Viel billiger gewesen, als jetzt mit meiner PR-Beraterin reden. Hast du eine PR-Beraterin? Nein. Ich weiß ja nicht. Doch, aber ich rede auch mit mir selber und nenne mich selber Tanja. Was findest du Tanja? Und Tanja sagt, hey, ich weiß auch nicht, übertrieben gross, ist schon lustig. Du hast ein riesen Team. Du hast PR-Beraterin. PR-Beraterin Tanja. Kostüm, Make-up, Hair. Ja. Ja. Einfach jemand, der für mich... Ist das eine Person oder sind das mehrere? Ein Soundcheck geht. Das sind alles einzelne Personen. Ah, okay. Ich habe natürlich ausgebildete Spezialistinnen für alles. Ja. Yeah. Das tue ich doch nicht zusammen... Nein. Weißt du, weil jemand, der gut schminkt, ist nicht automatisch eine gute Friseurin. Das stimmt. Wird aber oft angenommen. Wird angenommen, aber man sieht über den Tagesschau, was dann rauskommt dabei. Wobei dort... Kann bitte... Okay, jetzt, wo ich mal endlich eine Plattform habe, wo Leute wirklich hören. Leute... Hört auf, die Tagesschau-Moderatorinnen und Moderatoren von hinten zu beleuchten. Es ist brutal. Oder tönt ihnen die losen Hörli bitte einfach auf den Kopf pflastern. Kein anderes Land sieht so aus, wie wenn alles Telebasel wäre. Entschuldigung. Hey. Entschuldigung, Telebasel, Telezürich ist genauso schlimm. Macht etwas gegen die losstehenden Hörli, das macht mich wahnsinnig. Wieso erwähnst du nicht Telebärm?
Ah, Tele, so, wenn Tele am Anfang steht. Tele einfach, M1? Tele allgemein. Vision, ich hasse es. Es ist schlecht. Tele Schweiz. Televisión. Ah, Tele Blocher. Gut, oh. Der hat nicht so viel Haar zum Abpflastern. Das ist natürlich, aber... Der hat, glaube ich, nicht einmal eine Beleuchtung. Er strahlt so von innen, weil er sich selber so grandios findet. Das ist schön. Er beleuchtet die anderen mit seiner Grossartigkeit. Also Christoph Blocher TV. Bei der Tagesschau tun sie von hinten beleuchten. Ist ja schlecht beleuchtet. Und dann kannst du so gut Haar machen, wie du willst. Es sind auch immer die abstehenden Hörli. Merkt das niemand? Bin ich die Einzige? Mich macht das Zeug wahnsinnig. Ich habe das noch nie so. It's like you have one job. Yeah. Und es ist immer der gleiche Spot, die gleiche Beleuchtung. Und, ja. Du, wenn es mal so ist, weißt, dann lass es. Das ist der Klassiker. Wenn ich wieder im Messer bin, ich schleiche mich dort rein. Mhm. Ich tue einfach das Backlight so ein bisschen verschieben. You heard me, I'm coming for you. I'm coming for your backlight. Was nervt dich sonst noch? Was mich sonst nervt? Yeah. Oh, so viel. Yeah. So viel. Mich nervt an der Tagesschau auch, wenn sie lustige Sachen wollen sagen am Schluss. Ja. Nicht der Ortsleute, nicht Versprüche. Auf Schweizerdeutsch? Ich liebe ja, ich lieb nichts mehr als den Florian Inhauser und seine Falco-Impression. Mhm. Aber ich finde, manchmal haben sie so lustige... Aber die ist ja konstant. Ich glaube, sein Leben ist eine Falco-Impression. Genau. Sorry, Florian, I love you. Es ist nicht böse gemeint. Aber manchmal sagen sie so lustige Sachen direkt nach etwas mega Traurigem und das finde ich auch irgendwie unangebracht. Also wie so die Leute, die für sie lustig schreiben, sollten doch einfach irgendwo hergehen, wo sie es wirklich braucht im SRF. Es gibt ja genug Sachen, die nicht lustig sind und müssten lustig sein. Sollten sie doch die Gagwriters einfach aber dort sind sie denn wirklich gewollt lustig? Ja, manchmal machen sie so einen Spruch. Und was auch noch alle Menschen nass machte dieses Wochenende, war ein Auftritt von... Das sind aber meistens die Moderatoren selber, die das dann so umschreiben. Wirklich? Ja. Oh nein, habe ich gerade Florian Inhauser gedisst. Ich weiß nicht, ob er das dort selber geschrieben hat oder nicht. Ja, wie viel Freiheit haben die eigentlich beim Schreiben? Das nimmt mich wunder. Du hast ja meistens Redaktor oder Redaktorin, die dort einen Vorschlag schreiben, aber Moderatorin dort das dann noch einerseits für sich selber umschreiben und zum Teil auch völlig anders. Okay. Ja. Cool. Ja, dem Fall habe ich ihn gerade aus für sehr Artist. Ja, aber also... Well, also falls Quotenmänner noch nicht gebucht, schreibt Florian Inhauser meine Empfehlung. Ja, war etwas. Also es kommt wirklich darauf an, es gibt die, wo gar nicht ändern, wo wirklich einfach, ich lese es so, wie es dort steht. und dann gibt es die, wo es... sind aber auch Nachrichten, man könnte es einfach so... Ja, aber es geht natürlich schon, das merkst du ja, wenn dann ein Bericht kommt, es geht schon darum, dass du ja irgendwie in diesen Bericht reinfindest. Und dass zum Teil, dass es nicht Doppelungen gibt, dass quasi, wenn du drei Sätze sagst, dann Bericht, der jetzt kommt, und in dem Bericht die ersten drei Sätze genau das gleiche sind, dann findest du das als Zuschauer schon irritierend. So, ja, das habe ich gehört. Du hast sicher schon mal am Radio irgendwie so News müssen lesen. Mm-hmm. Du musst, oder? Wenn du das eins gegen... Wie heißt es? Scheiße, oh fuck, nein, sorry. Das schneiden wir raus. In deiner Radiosendung. Ich habe angefangen im Radio, als Moderator habe ich bei Radio Basel. Und dort hat man als Moderator auch die Nachrichten lesen. Hast du mal so einen richtig schlechten Übergang aus der Serie gebracht? Nein, dort war das Hauptproblem, dass dort hast du die Nachrichten auf keinen Fall umgeschrieben, sondern wirklich hochprofessionelle Journalisten haben dir das geschrieben und du hast einfach vorlesen. Und dann hast du wirklich so, Basel, an der Art Basel haben sich gestern zur Veröffentlichung, weißt du, bla bla bla. Mhm. Und sie haben mich damals engagiert und gesagt, wir wollen jünger und frecher werden. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht. Und du so... Basel, ja, eben, ihr Wichser, nicht. An der Art Basel gestern. Nein, ich habe dann 10 Minuten Nachrichten müssen lesen und dann bist du zurück in die Sendung. So, hey, das ist der Donnerstag Nachmittag hier bei Radio Basel. Keine Ahnung was. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich kann doch nicht erzählen, dass irgendwie eine Viertelmillion Menschen wieder an Hunger gestorben sind und 5 Sekunden später soll ich da einen auf Party-Moderator machen. Eben, es ist schwierig. So. Das heisst, dort braucht es wie schon mal verschiedene Menschen, die verschiedenen Jobs ausführen. Mhm. Und das hast du zum Glück bei allen anderen Sendern, die ich nachher geschafft habe, hast du das effektiv so gehabt, dass du wirklich eine klare Trennung hast zwischen eben Information und Unterhaltung. Weil Infotainment, sonst musst du dann halt so
jetzt eben so John Oliver-mäßig etwas machen. Oder wie der Döbel, musst einfach so Satire-Sendung oben her schreiben, damit die Leute nicht meinen, das sind mega freche Nachrichten. Genau, ja, yeah, weil dann... Also, der Florian Inhaus hat ein bisschen mehr Schäl auf dem Kopf als sonst. Ah oh, nein, das ist der Döbel. Ein bisschen höhere Stimme. Das ist dann die einzige Möglichkeit, dass du ein bisschen Nachrichten bringst, aber noch einen Kommentar dazu hast. Also dann vermischt es ja. Aber sonst kannst du nicht einfach... Kannst du nicht die gleiche Person beides machen lassen. Mm-mm. Aber ich weiss noch, irgendwie, du kommst in so einen Flow rein, wenn du die Nachrichten liest. Du probierst einfach keine Fehler zu machen und du probierst, die Sachen richtig zu betonen. Vor allem hast du dann immer sehr, sehr spezielle Ortsnamen und was weiß ich. Weil halt, Präsidentennamen. Genau, Präsidenten sind auch schwierig zum Teil. Aber ist es dann phonetisch geschrieben? Nein. Das heisst, du hast dann so schnell rausfunken und fragen, wie spricht man das aus, wie spricht man das aus. Heute ist Präsident Piep. Piep. Im Idealfall, bevor du es gelesen hast, hast du es einmal für dich vorgelesen. Und ich finde es so schön wie Podcast, man lernt immer so viel. Man lernt immer so viel, ich habe das eben nie gewusst. Also so ist es bei mir gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das die absolute... Aber darum habe ich auch mega gerne so spezifische Gäste bei mir im Podcast. Heute zum Beispiel der Joel von Mutzenbecher. Das ist geil, mit dem wir jetzt alles gelernt haben. Also das war von mir erfahren gewesen. Weil du tust dann natürlich auch, wenn du es vorlesest, tust du noch so Betonungen markieren. Weißt du, wo gehst du mit der Stimme runter? Weil nur weil es einen Punkt hat, heisst es noch nicht, dass du dort mit der Stimme runter gehst, sondern vielleicht geht es dann gerade weiter. Also, so Zeugs. Aber wie viel Zeit hast du denn zum Durchlesen? So mehr so 5 Minuten oder so eine Stunde? 5 Minuten, okay. Weil in einer Stunde kommt schon die neue. Ah, ja. Okay. Es sind meistens dann noch die gleichen Nachrichten, aber manchmal hat es eine neue Entwicklung gegeben. Ja. Und paar wirklich beschissene Sachen gehabt. Breivik zum Beispiel, das weiß ich noch. Wow. Ja, und dort ist wirklich sehr, bei allen Stunden hast du wieder eine neue Nachricht gehabt. Wo ist er, wie haben sie gefangen? Ja, und nochmal ein paar mehr Tote. Und so, und dort habe ich eigentlich auch für mich gemerkt, ich will gar nicht so viele Nachrichten haben in meinem Leben. Natürlich kriegst du es mit und dann kannst du auch mal gezielt dich darüber informieren. Aber, weißt du, auch Charlie Hebdo und so. Aber wenn du dann oft in dem Business drin bist, und eben ich bin eigentlich oft so, hey, ich will ein bisschen Geld verdienen mit meiner Stimme, hey, so. Sextelefon wäre auch immer eine Option, wenn du nicht gerne Nachrichten hast. Wenn du mit deinem Resümee, die würde dich mit Handkuss nehmen. Vielleicht nicht einmal Hand. Du hast wirklich gesagt, um die ersten Bühnenshows irgendwie nicht mal finanzieren, sondern auf überleben. So. Mm. Und danach bist du völlig in dem News-Ding drin, wo auch heutzutage, jetzt natürlich noch viel schlimmer, dort hat es noch nicht so Push-Nachrichten gegeben, so Sachen. Gehört verboten. Eben. Ich verstehe nicht Leute, die Push-Nachrichten... Also ich habe es zwar jetzt mit Watson noch damals wegen der Präsidentschaftswahl, ich habe es nie abgestellt. Mhm. Ich finde so, eine kann ich mir gönnen und ich schaue sie sowieso nie an. Yeah. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, also wenn ich habe ja mit der Lea eine Zeit lang den Bundesordner gemacht, mit meinem Wort Nelly. Und dort ist wirklich so, ab dem Sommer bis im Dezember haben wir probiert, so viel wie möglich Nachrichten zu lesen, weil es müssen eine satirisch-politische Nummer sein oder gesellschaftspolitisch, nicht unbedingt irgendwie so. Yeah. Tagespolitik, aber so, was passiert so. Und das hat mich so geflasht, um ein halbes Jahr vom Jahr mega gut informiert zu sein. Und dann fangen dann nach ein, zwei Monaten, fangst du auch wirklich so Zusammenhänge zu sehen und sie so, ah, okay, I've seen this develop. Ich weiß jetzt, wo das hergeht. Ich kann mir vorstellen, was jetzt passieren wird. Ich fange schon mal an, die Nummer zu schreiben. Und das hat recht geflasht. Und um es nachher auch performen und schauen, wie viele Leute checken es. Und hat man es zu verschachtelt verpackt oder hat man es zu offensichtlich gemacht? Yeah. Ich finde News-Sortieren so etwas Geiles. Es gibt mir auch die Ausrede, zum Morgen, also mit einem Kaffee, so, weißt du, Morgenmantel, Kaffee, Nachrichten lesen, weißt du, so verschiedenste Zeitungen aufgeschlagen haben. Das ist eigentlich. Aber hat es dich geflasht, weil du es dann eben noch hast können, künstlerisch verarbeiten? Ich glaube, vor allem hat es mich geflasht, dass ich überhaupt mal rausgekommen bin, was passiert ist. Und um es dann noch künstlerisch verarbeiten und quasi meine Meinung noch, obwohl man es nur am Wiedergeben ist, probieren noch so ganz fein eine Meinung reinzubringen. Gerade bei Themen, die vielleicht schwierig sind, wo du vielleicht gar nicht weißt, okay, was ist jetzt meine Meinung? Mhm. Schwierig, you know. Good people on both sides. Nicht bei dem Thema jetzt, aber oft ist es ja sehr... auch komplexes Zeug, wo du nicht so ein Witz dazu kannst machen, außer du machst dich über seinen Namen oder Frisur lustig. Ja. Yeah.
Und dann war es geil, um das wie sehr, sehr aufgefächert wie so probiert zu beleuchten, wie so die ganze Situation probiert zu verarschen, von allen Seiten. Das, das hat mir gefallen. Das kann ich extrem nachvollziehen. Es ist, was ich merke bei Nachrichten, ist oft, wenn du wieder Anfang verpasst, dann wird es schwierig. Ja, wenn du nur die Todeszahl hörst und nicht, wie sind sie gestorben. Ich meine, die ist jetzt ein bisschen... Nein, aber eben, weißt du... Ist ja lustig, dass wir alle sterben müssen. Die Entwicklungen über Monate, weißt du, wenn irgendwie... Ja. Keine Ahnung, es hat sich irgendwie zwischen zwei Staatsoberhäupter hat sich es einfach zuspitzen. Und du weißt so wie nicht, warum es überhaupt losgegangen ist. Und dann Israel-Palästina, du bist einfach in den 40ern noch nicht am Leben gewesen. How are you supposed to know? Ja gut, dort kannst du so... Also, eben, dort findest du nicht einmal wirklich einen Anfang. Also, ja, das ist jetzt auch mehr ein Witz gewesen. Nein, aber schon nur irgendwie, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Verpasst ist der Anfang, bis du dann überhaupt mal die News findest, weißt du, die sagt, was überhaupt passiert ist, dass du jetzt an diesem Punkt bist. Dann musst du so wie... Es ist wirklich so, wenn du auf dem Laufenden bist und immer so die neuesten Sachen hörst, reinkommen, dann kannst du eigentlich mitmachen. Mhm. Aber mit in ein Thema einsteigen, das bringt es nicht. Das ist extrem schwer. Warten. Extrem schwer. Ja. Und irgendwie, ich habe zum Beispiel amerikanische Politik hab ich recht im Griff, aber weil es mich damals aus dem Entertainment-Faktor reingeholt hat. Sie haben auch die besseren Shows. Eben. Sie haben so viele Shows, du hörst zu einem Thema fünf verschiedene, mega gute, 10-minütige Abrisse darüber. Ja. Yeah. Und ich bin einfach froh, haben wir in der Schweiz überhaupt, also in der Deutschschweiz muss ich sagen, überhaupt de Ville, weil sonst, also es gibt ja keine andere News-Satire. Ja. Yeah. Also in dem Format, mit denen, dass sie wirklich auch Specials machen über etwas. Und ich finde, wirklich der satirische Zugang hilft mega zum Verstehen. Du kannst es auf eine Art wie runterbrechen, dass die Leute wissen, okay, weißt, das ist nicht jetzt 100% von allem. Ich weiss jetzt nicht alles, aber ich weiss jetzt einen mega spezifischen Punkt. Das finde ich so gut. Ja, und dort finde ich dann auch spannend, wie zum Beispiel der Devil macht das extrem gut, dass er die eben auch mitnimmt. Also selbst wenn du jetzt das Thema noch nie gehört hast, angenommen, du hast keine Ahnung, was ein Ständerat ist. Zum Beispiel, ja. Weißt? Also wirklich, du gehst so völlig auf Basics, ohne... Politik? Ja, genau. Okay. Was bei anderen Sendungen, merke ich auch im Ausland oder so, wo dann eben auch schon mega in der Materie musst sein, dass du überhaupt da und den Joke checkst. Weil irgendwie, es wird dann über jemanden geredet, der einmal vor 3 Jahren das gesagt hat, nehmen. Also du brauchst immer so eine Gratwanderung von Insiderwissen sozusagen in der Materie drin und irgendwie aber auch alle mitnehmen. Es ist sehr schwierig. Irgendwann verliert man alle. Man kann eigentlich nur vom Breiten. Also wenn du wirklich willst, also darum finde ich es beim Böhmermann manchmal so ein bisschen platt, aber es muss auch ein bisschen platt sein, weil er muss wie, weiß auch nicht, 1 Million Menschen in einer 10-minütigen Sequenz einfach alle mitnehmen können oder so viel wie möglich. Dafür ist es manchmal wie so ein bisschen herzige, flache Witz, vor allem so am Anfang dann von einem Bit, wo ich dann wie finde, so, ja okay, cute, aber yeah, noch nicht so wirklich bissig. Aber das finde ich zum Beispiel dann eben beim John Oliver faszinierend, weil sie dort sehr bewusst flache, platte Witz dazwischen schießen. Weil er ist eigentlich sehr ernst. Genau. Und darum werden es, glaube ich, auch so absurd, immer wieder. Weil eigentlich sie merken, wäre es ernst. Genau, weil sie merken, sonst passiert gar nichts 5 Minuten lang. Ja, ja. Da brauchen wir jetzt wirklich eine ganze Platte Blöde. So. Ich habe es so geil gefunden auf dem Adam Driver. Gesehen, das ist jetzt so ein Insider, das wissen der Joel und ich. Und ihr müsst jetzt alle die letzten 2 Jahre John Oliver nachschauen. Ha! Halbe Saison. Halbe Saison, ja. Also hat sich 5 Folgen durchgezogen, ja. Aber kann man dann mal suchen, John Oliver, Adam Driver. Wird mir sicher ein toller Zusammenschnitt finden. Ich jetzt gerade googeln, wenn, wie viel Mal der Adam Driver vorkommt. Ich glaube 5 Mal oder so. Und dann vor allem hat er sich mal zu Wort gemeldet. Zum Abschluss eben, zum Saisonabschluss. So schön. Ja, und das sind dann wirklich Apologizes, Finally Confront. Ah, du, schau, es gibt einen Zusammenschnitt, der geht 10 Minuten. Es ist eben schon mehr als 5 Mal, sonst wäre jedes Mal 2 volle Minuten Adam Driver anhimmeln. Ist es, glaube ich, auch. Ja gut, wieso auch nicht. Es ist seine Show, er kann machen, was er will.
Ja, aber ich glaube, das ist, es hat der Jacobo immer schon gesagt, wegen Jacobo Müller, wo sie ja zum Teil einfach in ihren Figuren Sketches gemacht haben, mhm. Und einfach, dass du das eben auch brauchst, dass du nicht nur satirisch, politisch, gesellschaftlich 45 Minuten machst, sondern einfach mal, wie hat er gesagt, lach pro lach, einfach mal 2 Minuten eben eher plump, einfach 2 Figuren labern irgendetwas. Dass du dann die Fallhöhe ja wieder hast und dass du dann die andere Materie auch als Zuschauer eher als das kannst aufnehmen. Weil sonst bist du irgendwann, eben auch dort wirst du Matsch. Also ist, wenn du dann durch die Art gelaufen bist, 2 Stunden. Ja. Und ja. Ich glaube, das braucht es immer wieder, dass du so eben mit etwas, nicht plump unbedingt, aber etwas Einfaches oder etwas anderes, die aus dem rausnimmst. Das wäre doch eine mega gute Überleitung zu einem Coffee Break und dem Hildegard Knefgedeck. Du willst unbedingt Prosecco trinken? Nein, nicht unbedingt. Aber es ist mir nur gerade so eingefallen und dann habe ich gedacht, oh, das wäre doch schön. Ich würde dir gerne etwas mitnehmen. Und dann denke ich, so eine riesige Pflanze hast du ja schon. Der Christoph ist schon da. Es nützt nichts, wenn ich dir einen Techniker schenke. Kann ich sagen. Ich hätte können eine andere Farbe Wand mitbringen, aber ich brauche meine Wand noch. Darum. Dann habe ich halt so gedacht, was gibt es für einen Snack? Was hast du für Wand? Okay, ich habe jetzt gerade gelogen. Kopf, Joel. Nein, ich dachte, wir gehen jetzt voll, gell. Jetzt voll rein. Okay. Gell. Welche Farbe von gell? Senf. Gell. Wow, das gibt mega tolle Bilder. Ich schwöre, es ist Senf. Wirklich? Würdest du Senfgel, das könntest du eigentlich mal mitnehmen in Tagesschau. Senfgelle Wand. Vielleicht ist dann nicht die Beleuchtung besser. Mein Gott. Ich sehe mich gar nicht mehr, weil es auch so alles ausblendet. Mit den senfgelen Haaren, die einzelnen, dann so wegfliegen. Wir machen sehr gerne eine kleine Kaffeepause. Wir können abwechseln. Du kannst gehen, dann mache ich Pausenmusik, dann kommst du zurück und ich gehe und es macht Pausenmusik. Also wir können einfach eine Pause machen, wo wir schneiden oder wir bleiben on. Wie machen wir das, wenn wir on bleiben? Ich könnte mal on bleiben und immer noch schneiden. Okay, das ist eben pragmatisch, Lösung. Das ist super. Sensationell. Also, möchtest du noch einen Kaffee? Ja, so einen kleinen Espresso und ein Glas Prosecco. Das wäre doch super. Aber soll ich jetzt Mikro? Das ist jetzt die Frage. Ich könnte dir sonst ein bisschen von meiner Karriere erzählen, während du mir einen Kaffee machst. Sehr gut. Ein kurzer Abriss. Wo ist die Prosecco? Der ist im Kühlschrank. Also. Wo ist der Prosecco? Christoph, ja, du und ich. Erzähl, ja. Also, hört jetzt mal zu. Es ist lustig, dass wir jetzt gerade hier aufnehmen, in der Nähe von der Brauerstrasse, sind nämlich meine Eltern hergezogen, als ich noch ganz klein war. Sie haben dort nicht gecheckt, dass sie eigentlich in ein Buff eingezogen sind. Haben sie dann aber gemerkt, wo nur Frauen in sehr, sehr schönen Kleidern im Gang nicht nur in- und ausgegangen sind, sondern auch einfach gestanden und gewartet. Wahrscheinlich so geschaut, wie mein Vater rauskommt und reingeht und sich gefragt, ja, wird das jetzt noch etwas oder nicht. Und darum ist das Quartier, glaube ich, wirklich dort, wo ich als einjähriges Baby sozialisiert worden bin. Erklärt einiges, könnte man sagen. Dann bin ich in die Schule gegangen. Dann bin ich ins Gymi gegangen und dort habe ich nur noch gezeichnet, 5 Jahre lang. Und dann bin ich in die Kunstschule gegangen und habe gemeint, ich will an die Art Basel. An die Art Basel, Joel, habe ich gemeint, will ich gehen. Was für eine Art Basel? Ich habe gemeint, ich will Künstlerin werden und zur Art Basel gehen. Oh. Und dort die Zeit gekommen, weil ich meine Brüste zeige. Nein, die Frau regt mich so auf. Sorry, Entschuldigung, ist ein anderes Thema. Sollen wir machen, was man will. Und dann habe ich aber gemerkt, dass moderne Kunst ein Bullshit ist für mich in dem Kontext. Sorry, Gerrit Riedfeld Akademie, aber so das Propedeutikum hat mir echt den Rest gegeben. Und habe dann gemerkt, dass ich Trickfilm machen will. Dann habe ich Trickfilm gemacht. Dann habe ich lustige Trickfilme machen. Und dann habe ich eine Serie für das SRF entwickeln. Und dann, oh nein, nimmst du keine? Ich habe noch richtig viel zu tun. Was ist das Gefühl, ich mache? Meinst du, ich liege rum? Ich habe etwa 3 verschiedene Jobs. Du musst erzählen. Ich muss vor allem mit Physio nachher. Ja, mach es, ist super.
Genau, und dann wollte ich für das SRF, Shoutout an das SRF, geile Sache, eine Serie machen über Socken, die zu Nacht lustige Sachen machen, wenn man sie nicht sieht. Christoph weiß, was ich rede. Er nickt, klar, er trägt Socken. Ich habe mich informiert, ich habe recherchiert. Ich weiß, um was Christoph geht. Hat sich informiert. Was für Socken trägst du gerade? Schwarze, immer schwarze. Ja. Classic. Ich die mega dumme so Strumpfsöckchen, die man so im Sommer anzieht, wenn man eine Frau ist. Aber für den Film hast du, glaube ich, blaue Socken genommen, gell? Das ist ein Grund. Das sind nicht meine Beine. Aha. Das ist jemand mit, also ich bin, ja. Ich finde, meine Beine sind ganz okay, aber meine Mitbewohnerin hat einfach Beine aus einem anderen Planet. Die sehen aus, wie wenn man sie gefotoshoppt hat. Darum habe ich ihre Beine genommen, auch vor allem, weil ich an der Kamera sein wollte. Control Freak! Und dann haben meine Dozenten das aber gar nicht lustig gefunden. Gut, zu dieser Zeit muss man sagen, es war kein Film über Socken gewesen, sondern ich wollte mit Socken, Handpuppen, wollte Comedy machen. Und ich glaube, das war für einen Trickfilmstudiengang dann doch so ein bisschen unterste Schublade gewesen. Wie so, nein, alle meinen, wir machen das und jetzt machst du etwas genau so, hör auf. Du weißt, wie es ist, Christoph. Und dann nachher habe ich aus lauter Frust angefangen, Comedy zu machen. Weil ich meine Masterthesis geschrieben habe über kathartischen Humor, über Sachen, wo man, wenn man lacht und eigentlich gar nicht lachen will. So wie es bei mir manchmal mit dem Rob Spence passiert. und dann bin ich mit dem Carpi ins Theater am Hechtplatz an Böse Mäntig und habe gefunden, so einen Scheiß kann ich jetzt aber auch. Einfach so mit einer Catwoman-Maske vor einem Piano rumgehen und irgendetwas Stubes singen, bis die Leute lachen oder mich hassen. Das schafft man. Im Notfall können sie einem immer noch hassen, es ist immer noch eine Reaktion. Das weiss jeder Fünfjährige. Und dann nachher haben wir ein Wett miteinander abgeschlossen, dass wir in einem Monat wieder an Böse Mäntig gehen und beide etwas vorbereitet haben. Und der Carpi hat dann zu einer Relaxing, yes! Mutzi. Ein bisschen Prosecco. Ein bisschen, einfach zum Anstoßen. Ja. Das sagt jede Alkoholikerin. Ja, das ist nur zum Anstoßen. Alkoholfreier Prosecco, was zum Anstoßen. Genau, ein alkoholfreier Prosecco zum Anstoßen. Also jetzt hätte ich aber auch so viel wie du genommen. Jetzt hat er viel mehr sich geschenkt. Das stimmt doch gar nicht. Cheers. Die Leute wissen es nicht. Meinst du, jemand schaut da zu? Wie viele Leute schauen damals den YouTube? Hey, kommt jetzt darauf an, wer zu Gast ist. Well, in that case, auf die Art Basel. Flash. Cheers. Cheers. Danke für die Einladung. Das ist der dritte Podcast, wo zumindest irgendwann ein alkoholisches Getränk zu sich genommen wird. Three is the magic number. Mhm. Howsy. Jetzt hätten wir können einen Wettbewerb machen. Die das wissen, gewinnen etwas. Ah, das kann man doch immer noch machen. Ja, ja. Ja, schreibt. Also, Hausi habe ich schon verraten. Oder bin ich einfach schon zweimal da gewesen? We don't know. We'll never know. Podcast at joel@mutzenbecher.ch. Wirklich? Ist das die Adresse? Sau gute Adresse. Nicht schlecht, gell? Sehr gut. Ich habe mir überlegt, ob ich nur Pod mache, aber habe ich gefunden. FGP. Ich muss ganz schnell einen kleinen Kudos geben. Die beste E-Mail-Adresse, die je erstellt worden ist, meines Wissens, war, ich habe mich mit einem Berufskollegen zusammengesetzt, um für eine Serie einreichen. Dort, wo die Serieausschreibung war, vom SRF. Was soll ich sagen? Ja, mit dem Moritz Schädler, weil er ist ein lustiger Sieg. Yeah. Und er hat eine E-Mail-Adresse erstellt, wo sie sich dann können melden, falls sie es wollen. Und das war lustige Serie srf@gmx.ch. Sehr gut. Ja, wo der Name Programm ist. Wir sind nicht weitergekommen, aber es hat Spass gemacht. Aber gefällt mir als die E-Mail-Adresse gehört uns. Niemand kann einem das wegnehmen. Kennst du Christian Schulte-Loh? Vom Namen her sehr gut. Deutscher Comedian, der lang in England sehr viel auftreten ist und dort die ganze Comedy-Reihe durchgemacht hat, sozusagen. Mittlerweile hostet. Aber er ist deutsch gewesen. Er ist immer noch deutsch. Und glaub. Okay. Und hostet dann auch, weißt, Comedy Store und so. Also richtig erfolgreich. Okay. Und er, vor allem, als er angefangen hat, er hat einfach www.germancomedian.com. Wow. So gut. Wenn du der Erste bist, eben, dann kannst du das machen. Gut. God damn it. Man hat wirklich keinen auf der Bühne am Schluss. Also, my name is Christian Schulte-Loh. You never know that. You will not remember this name. So it's germancomedian.com. Ich muss schnell etwas googlen. Femalecomedian.com. Oh
my God, buy now for $1,995. Wirklich? Or 12 payments of $166.25. Siehst du, da hat jemand einfach drauf gewartet. Also mir wäre es die $2,000 fast wert. Ich finde auch. Ich würde es der Patti Basler schenken, weil sie hat ja die ultra geile Website comedyfrauen.ch yeah. Einfach aus eigenem Willen, wie so, hey, ich habe die Nase voll, um den Leuten zu sagen, dass es mehr als eine Frau gibt in der Schweiz. Da, ich mache jetzt eine fucking Domain, stelle Grafikerin an, um mir das zu machen. Einfach, weil es ist einfacher gewesen für sie, um das zu machen, als den Rest von ihrem Leben den Leuten Namen schicken. Das ist so. Das ist ein Pragmatismus, mit dem könnte sicher der Christoph auch etwas anfangen. Als pragmatischer Mann. Jederzeit, ich bin so pragmatisch. Also heute vor allem, ja. Heute vor allem? Gell, wegen mir? Genau. Mhm. Du hast das jetzt, den Pragmatismus, ausgelöst. Ist das jetzt, weil es... Hast du müssen einem Chaos entgegensetzen oder weil ich dich quasi mit meinem eigenen Pragmatismus wie so ein bisschen aufschaukle? Nein, wenn du pragmatisch bist, hast du ja das Chaos gern. Also du musst ja herausgefordert werden. Stimmt. Ich schwelge im Chaos. Ich schwinge mich durchs Chaos. Auf eine Liane vom Pragmatismus. Ein pragmatischer Philosoph, der Christoph. Oh, danke, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Das muss ich jetzt aber gerade schauen, ob ich das kann reservieren kann. Es hat ein bisschen sarkastisch gedacht. Hat das ihm schon mal jemand gesagt? Oh, danke, das hat mir noch nie jemand gesagt. So hat das noch nie jemand gesagt. Nein, ich habe noch nie festgestellt. Schenke mir mal etwas auf den Geburtstag, etwas Schönes, so statt pragmatischer Philosoph. Aber jetzt gehen wir mal schnell zurück ich habe ja einen Kaffee machen und Prosecco holen, in der Zeit, wo du Christoph erzählt hast, was eigentlich dein Werdegang ist. Mhm. Ja, jetzt musst du Christoph nachher fragen. Mir hat's lustig gehabt. Hast du den Podcast nachher hören? Nein, den Werdegang habe ich ja schon gehört, aber das kannst du ja nicht auf deiner Minute machen. Doch. Nein, ich find alle die Zwischenteile finde ich extrem spannend. Ja, der Zwischenteil, den ich jetzt besonders spannend finde, jetzt sind wir jetzt gerade angekommen, eben der böse Montag mit dem Carpi. Ja. Das war lustig. Dort, also nach einem Monat haben wir uns wieder getroffen. Ja. Und der Carpi hat zu einer CD von mega relaxing Musik so Einzieler vorgelesen, die zum Teil, glaube ich, lustig, aber zum Teil auch einfach nur philosophisch inspirierend gewesen sind. Mhm. Worauf er nachher Pfupf gegründet hat als Religion. Ich weiß nicht, ob man das Wort sagen oder nicht. Hm? Es war eine lustige Kurznummer, wo er eine Religion erfunden hat, wo er sich zwei Flipflops über die Ohren geklemmt hat mit einem Bandana und die Leute instruiert hat, um Sachen zu machen. Und meinen Teil von der Welt habe ich eingelöst, indem ich die Lea, weil ich sie gerade vor einem Theater gesehen habe und sie hat gerade eine Stimme gemacht für meinen Abschlussfilm und dann habe ich gedacht, hey, mit der Lea etwas machen, das wäre doch super. Mhm. Ihre angerufen und so, hey Lea, irgendwie, ich habe jetzt gerade so ein Country-Lied unter der Dusche geschrieben, hättest du Lust, um das mit mir zu performen? Und sie so, hey, ich habe einfach auch ein Country-Lied geschrieben mit 15. Und ich so, ach geil. Und sie so, hey, ich habe zwei Outfits im Dachstock, die ich mal von L.A. zurückgenommen habe, so Prinzessinnenkostüme für Kinder, wenn wir die einfach anziehen und das machen. Und das war die Geburt von den Whiskey Sisters. Ja. Halbe Flasche Jack Daniels Intus auf die Bühne und wir sind nicht rausgebaut worden. Und das war natürlich für das Publikum ein grosser Fehler gewesen. Weil seither machen wir das. Weil der böse Montag, muss man schnell dazu sagen, dort tun die Leute im Publikum gerne mal pfeifen oder buhen. Sie werden sogar ermuntert dazu. Und ich habe das Gefühl, sie zahlen die Leute in der hintersten Reihe zum Buhen. Weil sie ist so konsistent an sie drauf. Ist die hinterste. Ich weiß, es gibt so zwei, drei, die sich auch absprechen, wo sie sich so Zeichen gerne machen. Also so eins, zwei, drei und dann machen alle zusammen buh. Es ist ein abgekartetes Spiel wie der Politik. Genau. Aber dort haben sie es nicht gemacht und das hat euch den Push gegeben, zum Weitermachen. Mhm. Irgendwann haben wir zwar müssen aufhören, so viel saufen von den Shows. Ja gut, das verstand ich. Sobald du Geld bekommst für etwas, kannst du nicht mit gutem Gewissen eine halbe Flasche in Tuss haben. Das geht wie nicht. Und was, wenn du es wegen dem gekriegt hast? I mean, das ist die grosse Frage. Mhm. Wollt man es riskieren? Mhm. Wir haben gemerkt, Veranstalter wollen es ja oft, dass man ein bisschen crazy ist, aber das Publikum findet es amix ein bisschen viel. Mhm. Weil eben, wir sind ja immer noch in der Schweiz und der böse Montag ist ja auch zum Beispiel der einzige Ort, wo die Leute überhaupt Gefühle zeigen während der Show. Mhm. Ob es ihnen gefällt oder nicht. Yeah. Also gibt es noch einen anderen Ort, wo das Publikum so vokalisiert, ob sie es gut findet oder nicht? An anderen Ort tun sie einfach nur vokalisieren, wenn sie es gut finden. Ja. Wenn nicht, ist es einfach still. No news is not good news.
Okay, ich komme nie wieder. Danke, genau. Tschüss. Aber es ist natürlich schon so, dass das eine eher extreme Variante ist vom Ganzen. Du hast ja den Bösmäntig auch sicher schon 1000 Mal gemacht. Zweimal. Das fühlt sich an wie 1000, weil es ist sehr, sehr eine Challenge. Und zwar erst, wo es wieder passiert ist. Ah, ab der Wiederaufnahme? Ja. Ah, cool. Das heisst, kurz vor Covid. Sind wir nicht und sogar einmal sind wir zusammen gesehen. Ja. Dort, wo ich mein Solo geübt habe. Ja. Ja. Und einmal jetzt noch, das war eigentlich von der letzten gesehen, vor dem Lockdown wieder, wo ich einfach so, also vor dem zweiten, wo ich hauptsächlich gegangen bin, damit ich den Döbel sehe. So. Also weißt du, wie ich einfach so fand, voll geil. Hängen wir es ein bisschen? Ja, nein, du müsstest schon auftreten. Okay, dann kommen wir auch genau. Auftreten. So. Ich will die nie privat sehen und darum muss ich dann halt einfach bei solchen Sachen an. Du treffst dich nur, wenn das Publikum auch noch im Zimmer ist. In meinem Gedächtnis ist das sehr gut gegangen für dich. Ich habe im Kopf, dass du wirklich das Publikum in der Tasche gehabt hast. Kann das sein oder habe ich dich einfach auf einer normalen Bühne gesehen? Ich habe, und das haben sie dann richtig scheiße gefunden, ich habe mich am Schluss extra ausbauen lassen. Und das hat ihnen dann nicht mehr gefallen. Bis dahin ist alles super gesehen. Die Frage ist, wenn sie ihnen nicht gefällt, sie haben nicht anfangen zu bauen, weil eben, es ist dann so ein Medium-Ding gewesen, weil quasi, ich habe ihnen das genommen, weißt, wo sie eigentlich immer wann machen, habe ich ihnen genommen und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich 10 Minuten geschafft, ohne dass die gebaut haben, aber mein Ziel war, dass die mich ausbauen. Darum machen die jetzt richtig. Und dann ist es aber recht verhalten gesehen, weil sie so finden, ja, das machen wir dann natürlich auch nicht. Mm. Also weißt du, so eine... Einfach so zum Trotz klatschen. Genau, so eine ewig sehen und her gesehen. Aber es ist eigentlich, es hat vor allem Spass gemacht, weil dort habe ich noch Sachen geprobt für Solo, wo ja, ich glaube 7 Mal mit Tryouts überhaupt hat können stattfinden bis jetzt. Aber spielst du es noch? Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's los, richtig oder? Los, ja. Jetzt habe ich dann wieder Premiere und dann habe ich irgendwann wieder Premiere. So schön. So schön, wie man immer nachher wieder mega viel muss proben muss, um es dann wieder so auf Vordermann bringen. Und gratis, du, mega schön. Und du hast eigentlich während dem Lockdown Premiere gehabt, quasi. Es war ein Stream, gewesen. Wir haben es dann ein Tryout genannt. Das Millers hat einfach gesagt, wir behalten das Datum und machen einfach etwas. Mhm. Und dann ist es ein Livestream geworden und ich liebe es, ohne Publikum zu spielen. Ich habe gemerkt, ich glaube, da bin ich allein. Ja. Aber für die Kamera ohne Publikum spielen, bist du sicher allein. Ja. Man hat das so. Ich weiß auch nicht. Keine Stinkfresse in der ersten Reihe bringt mich daraus. Ich kann in die Kamera spielen, so wie ich es mir vorstelle, wie ich es am liebsten würde machen. Mhm. Und kann einfach davon ausgehen, this is how it works. Mhm. Das hat mir, also von dem her, dass ich als erste volle Performance einen Livestream hatte, hat mir vielleicht die Show ein Level schneller aufgepusht. Yeah. Einfach wegen dem Selbstvertrauen, ich von dem rausnehmen. Es war gut geschnitten und ich habe mich einfach nicht rausbringen lassen. Ich schaue viel zu fest Leute ins Gesicht. Ich sollte aufhören. Nein, das ist ja gut, dann kommunizierst du mit ihnen. Nein, aber ich interpretiere dann Sachen in ihr Gesicht. Mhm. Zum Beispiel, was sie zum Morgen gegessen haben. Ob es das Bärli gerade untereinander generell schlecht hat oder ob es mich einfach scheiße findet. Ob du der Auslöser bist. Dass ja, ist es mir, ist es dem? Ich weiß es nicht. Ja. Aber das, jetzt ist ja Euro. Dann kannst du ja auch mal bei einem Restaurant oder bei einer Beiz oder irgendeinem Biergarten oder was weiß ich, kannst du ja auch mal ein bisschen Menschen zuschauen. Hey, es schauen alle stinkig drin. Ich weiß es ja. Wie sie auf einen Match reagieren, wo zum Teil auch noch geil ist. So schauen einfach die Menschen drin. Ja, und ich liebe es ja auch für Leute zu spielen. Das Problem ist einfach die Leute. Aber unterdessen hat es auch das Tryout im La Capella gegeben. Und es geht auch mit Menschen. Also es ist alles okay. Ich habe nichts gemerkt. Aber es war einfach cool, um mit dem Gefühl vom Stream dann auf Bern gehen und wie einfach so drin spielen. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit. Yeah. Ich glaube, das ist das, was am längsten gedauert hat. Wieso, im Duo war es kein Problem, gewesen, auf die Bühne zu gehen. Weil ich glaube so fest an das, was wir machen. Mhm. Und ich finde Lea super und ich finde, was wir machen, super. Und es ist alles gut. Und solo geht es einfach wie so ein paar Jahre, wie die Selbstverständlichkeit entwickeln von, es ist schon okay, was ich mache, vielleicht ist es noch nicht perfekt, ich schaffe noch dran, aber es ist wie, it's fine, also es kommt, es ist kein Problem. Mhm. Und das kommt jetzt langsam nach 4-5 Jahren. Und dort hat es dir geholfen, dass du kein Publikum gehabt hast? Ja. Ja. Ja, in allen Fällen, in allen Belängen. Und auch fürs Fernsehen, das für Deville, einfach so alles für Kamera und ohne Publikum hat mir mega geholfen. Du hast ich auch mega lange kein Publikum gehabt und keine Kamera, das hat mir auch geholfen.
Aber siehst du, eben, es ist das Gleiche. Man probiert es im safer Rahmen. Nein, von, und dort sind es halt wirklich weißt, so ein paar Dutzend. So. Und dann machst du es halt für die. Und zwar erst recht. Also, es ist dann, weil dort siehst du noch jedes Gesicht. Genau. Sehen. Du weißt genau, wieso. Am Schluss, so, das wird dem Hans Rudi nicht gefallen, das weiß ich jetzt schon. Und du hast am Schluss mit allen Menschen mal geredet. Okay. Also, weißt, und das ist dann für mich. Das ist dann nein, und alle haben eine Meinung. Das ist dann aber schon fast das Street-Performing. Ja, ja. Weißt du, wo ja. wirklich so. Dort geht es wirklich darum, es sind nur 18 Menschen im Publikum, also probierst alle 18 Menschen irgendjemand abzuholen. Und wenn du dann sagst, kennst du das, Mann? Dann sagt der eine, ja, weil er fühlt sich direkt angesprochen, weil du bist ja genau da. Genau. Und redest zu ihm. Und das ist dann fast Schwierigkeit. Das habe ich gemerkt, wo wir das Comedy Camp gemacht haben, letztes Jahr, wo wir so sind in eine Hütte in Seelisberg. Erzähl mir das nochmal. Ist das ein SRF Comedy Camp, quasi nein. das Talent? Nein, sorry, es klingt so blöd. Ich habe es Comedy Camp genannt. Es ist einfach darum gegangen, dass der Cenk, der Charlie, der Frank und ich, dass wir zusammen 2 Wochen in eine Hütte gehen, für uns schreiben. Aber jeder hat noch, ich glaube, 2 Tage gesehen, zu gut. Wo noch wie die anderen Comedians beanspruchen für einfach mal mega geil, einfach mal über das Programm reden. Das ist ja so eine schöne Idee. Ja. Das ist so geil. Ja. Und das haben wir gemacht. Und dann sind wir 2 Wochen in Seelisberg, im Haus 1 heisst das. Dann hast du auch so 4 von den besten, also von den Regisseuren, wo du auch noch befreundet bist. Genau. Sparst mega Geld, weil Regie ist sau fucking teuer. Ja, Regie ist nicht einmal so der Punkt, sondern es ist viel mehr darum gegangen, habe ich oft irgendwann gemerkt, Autoren habe ich nie wollen. Ja? Mhm. Regie habe ich irgendwann wie nicht gebraucht, sondern was ich gemerkt habe, ist, wenn ich auftritt, dann kommt eben vielleicht der Frank nach einer Show und sagt, hey, ich habe mir überlegt, dort und dort. Mhm. Und dann hast du nie den Kopf dafür, mal, oder? Genau, mach mal vielleicht diesen Blickwinkel. Und ich sage zum Cenk irgendwie, hey, dort könntest du nochmal auf das beziehen, was du 2 Minuten vorher sagst. So, und dann habe ich gemerkt, mit mir sind jeder hat sein eigenes Material. Das heißt, du wirst nie irgendwie das Problem haben, ah, der hätte ich gern gehabt. Sondern der Charlie ist der Charlie. Das heißt, wenn mir etwas zum Charlie einfällt. Du könntest den eh nicht selber bringen. Genau. Es ist eigentlich mega schön. Dann gebe ich dem Charlie. Und er hingegen sieht bei mir wieder etwas. Und dann brauchst du eben weder Regie noch Autoren, was weiß ich. Und das ist geil. Sobald du weißt, wer du bist, also wer ist deine Bühnenfigur und was sind so die Sachen, die du kannst machen und was macht keinen Sinn, dann kannst du wirklich grosszügig mit Ideen für andere um dich schmeißen. Das ist mega schön. Und was. Was dort krass war, ist, ich hatte die Idee, kennst du die Sendung Setlist? Nein. Ist so ein Format, wo du so wie PowerPoint-Karaoke, wo du eine Setliste kriegst, einfach so ein paar Begriffe, und du musst on the spot, musst du dann... Ich liebe so Spiele. Musst du dann so auftreten. So, und dann habe ich gefunden, an einem von meinen Tagen, habe ich gesagt, so, und jetzt... Das ist ein kleiner Hund, der die ganze Zeit hier und her läuft. Macht mich. Sagst du mir noch wieder verbinden? Macht mich ganz wuschig. Hast du gerne Hund? Ja, schon. Ja. Also ich bin eigentlich ein Katzenmensch. Aufgewachsen mit Katzen. Finde ich immer noch das Geilste. Aber ich habe gelernt, Hunde zu lieben. So. Ich auch, aber vor allem, wenn es nicht bellen und sich eigentlich wie nicht benehmen wie Hunde. Genau. Zum Beispiel Stefan Büsser, seine Foxy, ist ideal, weil es ist wie eine Katze, die aber viel freundlicher ist und sie lässt dich einem immer streicheln. Mega. Ist ja sehr gut erzogen. Also das kann auch der Büsser. Gut, sie wohnt auch in seinen Armen. Da kann sie gar nicht so viel Scheiß anstellen. Ja, das stimmt. Sie könnte drauf pinkeln. Das stimmt. Nein, und dann habe ich gefunden, ich will das auch machen in dem Comedy Camp, dass man so eine Setliste machen. Habe ich gesagt, so, jetzt kriegen die alle ein Papier. Schreibt mir eine Setliste und ich performe die nachher. Und es ist spannend, dass dann wirklich, ich glaube, etwa 9 Minuten, wo ich dort improvisiert habe, sind 1 zu 1 so ins Programm gekommen. Herrlich, so aber gut. Aber was wir eigentlich davon geredet haben, wegen dem Publikum und der Interaktion, dann trittst du vor 3 Kollegen auf, Charlie, Cenk, Frank, und der Charlie ist ja sowieso immer ein sehr animierter Mensch. Das heißt, er hat dann irgendwann hat er einfach völlig vergessen, dass er jetzt eigentlich nur Zuschauer ist. Dann darf er mit mir schwätzen, weil ich dort am Auftreten bin, sozusagen. Und ich irgendwann so, Charlie, du musst still sein, du bist Zuschauer. Und er so, ah, sorry. Und dann hat es mit 3 Sekunden und gesagt, ja, voll, ja, und dann das und das. Und ich so, nein, du musst jetzt still sein. Jetzt kriegst du auf der Bühne, nicht im Publikum. Da kann er das, wenn, ja, voll, und dann passiert das.
Ja, weil er ist ja eh ein aktiver Zuhörer, oder? Mhm. Also er tut gerne mit dir den Satz weiterschwätzen und gibt immer, egal auf was du sagst, eine Reaktion. Und das ist dann halt, weil er im Publikum ist, ist es noch schwierig. Ja, ja. Und es ist eh schon schwierig, vor Berufskollegen überhaupt aufzutreten, finde ich. Ich glaube, da bräuchte ich schon ein bisschen Starthilfe, um so gechillt vor drei Leuten, die ich auch ihre Arbeit respektiere, so einfach improvisieren. Also das Improvisieren ist viel einfacher, als effektives Material präsentieren. Für das dritte Solo habe ich mal gedacht, das ist eine ganz tolle Idee, habe ich so eine GZ gebucht, habe gesagt, die kommen alle, und zwar wirklich nur Autoren, andere Komiker, es sind 18 Leute, glaube ich, gesehen. Und ich spiele ein Tryout von meinem Solo. Das ist die dümmste Idee, die ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Oh, weil einfach 18 Menschen dort hocken und analysieren. Sehr analysieren. Mm. Sehr, sehr ernst analysieren. Keine Reaktion. Nein. Oh. Und in der ersten Reihe hockt der Charlie und macht die ganze Zeit. Woo! Yeah, baby! Was irgendwie auch nicht hilft in dem Moment. Wenn du jemand bist, dann ist das wie, als deine Mami wäre. Es kriegt so eine mega bittere Ironie vom Ganzen. Weißt du? Gott. Wieso lachst du als Einziger? Das kann ja auch nicht sein. Aber er meint es mega supportive, oder? Mhm. Und nachher ist dann auch, weißt du, jeder Satz ist dann irgendwie dreimal umgedreht worden und so. Und dann habe ich so viel gemerkt, ich glaube, das muss ich nicht machen. Ne? 18 ist schon sehr viel Berufskollegin. Ja, und eben bitter ernst. Bitter ernst. Man weiß auch nicht, ob es funktioniert oder nicht, weil das ist kein Publikum. Es ist kein echtes Publikum von euch. Genau. Und drum. Ich sag dir, Baby, Livestream. That's just a ticket. Kannst allen sagen, sie sollen zuschauen und du siehst ihre Gesichter nicht. Und hast du dann nachher geschaut und aufgrund von dem auch können analysieren? Ich habe nachher einen Teil davon geschaut, weil ich schaue es wahrscheinlich über den Sommer noch mal genauer. Aber jetzt muss ich es wieder so ein bisschen Ruhe lassen. Ich habe es gerade, bevor ich dann das Tryout vor echten Personen gemacht habe, habe ich es einfach einmal geschaut, aber ohne Notizen, einfach so, ja stimmt, um das ist es gegangen und so. Und es verändert sich natürlich schon, weil wenn Kameras rum sind, dann wird man direkt die Kameras reinspielen. Das ist auch mega lustig, wenn du immer weißt, welche an ist und du kannst so mit dem spielen. Yeah. Und das musst du dann einfach mit Leuten in der ersten Reihe machen. Yeah. Aber sonst verändert sich nicht mega viel. Im Gegenteil, du kannst viel mehr Spass haben, weil du gehst dann viel mehr ein, auf wo sind die Lacher und wo nicht. Und wenn jemand strub reagiert, kannst du dann die direkt ansprechen. Ist herrlich. Eben, die Ziel ist schon, das dann vor Publikum zu performen. Ja, du machst jetzt nicht nur Streams. Ich kann einfach auch gerne manchmal meine Ruhe beim Arbeiten. Gut. Weißt du, I stream in Baden. I stream in Baden. So mit Geoblocking, dass du nur in Baden kannst zuschauen. Nein, das Ziel ist schon, Menschen. Ich freue mich mega auf den November, es wird richtig schön. Das heißt, November ist offiziell die Premiere? Ja, offiziell, außer Pandemie kommt zurück. Weil ich meine, das Ganze ist ja schon ein Jahr, das Solo gibt es eigentlich schon seit über einem Jahr, wird Mann. Immer da sein. Hat irgendjemand gesagt. The whole life is a pandemic. Man. Genau. Ich sage immer, das ganze Leben ist ein Impro-Theater. Das stimmt, absolut. Und? Manchmal hast du gute Impro-Partner, manchmal nicht. Was ist die erste Regel? Ist das jetzt eine Seite hier gesehen? Nein, nicht auf die. Nein, ich meine nur generell aufs Leben. Weißt, genau. Ist so, und erst die Regel vom Impro? Du kannst Impro? Dir Mühe geben? Ja. Richtig. Mhm. Yes and. Oder? Hey, im Fall, das ist bis jetzt auch wirklich meine Attitude zum Leben. Und das sehe ich auch so. Yes man, so dummer Film, wenn er auch ist, finde ich so geil, genau aus dem Grund. Ja. Es kommt schon darauf an, was für Angebote es sind, aber prinzipiell ja und. Ja. Willst du das machen? Ja, und ich mache es gratis. Nein, stopp, nicht so. Ja, und ich gebe dir Geld dafür. Wait, no, stop. Darum ist es eben auch gut, ein Management zu haben. Manchmal ist es nicht gut, wenn Künstler direkt Sachen abmachen. Das ist wirklich nicht gut. Das stimmt. Aber im November ist Premiere in Millers. Ja, in Millers. Super. Wunderbar. Die Bar hat die besten Drinks. Und der beste Barman. Es ist ein mega geiler Raum. Es ist ein schöner Raum. Es ist ein mega geiler Raum. Ein richtiger Ort. Zum Hocken und Schauen. Mhm. Auch zum Spielen. Also es macht einfach, ich finde alles geil dort. Es ist aber auch geil, dass sie so oft so Tischli machen mit Getränken. Das hat so einen Flair, wo sie die trockenen Schweizer Theater, wo du nicht mal mit dem Glas darfst reingehen. Ja. So, fuck you, it's entertainment. Genau. Lass die Leute ein bisschen trinken. Ist doch scheißegal, ob eine Bierflasche umgeht. Das haben wir jetzt während der Pandemie gemerkt, an Ort, wo man sonst trinken kann, wo jetzt halt nicht hast können trinken, mit den Beschränkungen. Hast du dann irgendwann schon gemerkt? Hast du gefunden,
Da hätte er jetzt, glaube ich, den zweiten Gin Tonic drin gehabt. Das schlägt ein bisschen auf die Stimmung. Es ist schon schwierig. Man merkt sehr schnell den Unterschied nach der Pause zu vor der Pause. Yeah. Ein Stück. Yeah. Uff. Ich so, ah, blau, das, jetzt findet ihr das lustig, hä? Okay, ja. Dann, ab jetzt gibt es auch gratis Gin Tonics am Eingang. Genau. Wenn du jetzt die Programm im North Hamburg prämierst und du hast jetzt eigentlich schon gespielt, also du bist eigentlich schon fertig, machst du jetzt noch viel dran? Wahrscheinlich schon. Ich meine, das Problem ist, es gibt es ja schon seit einem Jahr. Und vor einem Jahr, also seit dem Februar letztes Jahr, da habe ich es zum ersten Mal in Salzburg gespielt. Und es hat mega Spass gemacht. Und dann ist die Pandemie gekommen und es hätte eigentlich schon sollen, irgendwie im letzten Sommer Premiere haben. Dann ist es um ein Jahr verschoben worden, in dem Mai. Und dann hat natürlich mega viel vom Inhalt müssen auf die Pandemie so ein bisschen angepasst werden, weil es muss aus dem Jetzt kommen. Es muss aus dem Jetzt kommen. Das heisst, ich habe mega viele Sachen auch so ein bisschen angepasst auf, okay, wie ist das jetzt das Jahr für uns gewesen? Wie ist der Winter für uns gewesen? Und I don't know, was bis im November noch alles passiert. Also alles, was jetzt mit der Pandemie zu tun hat und mit Lockdowns, das kann ich wahrscheinlich bis dann wieder schmeißen und neues Zeug dazu holen. Das Gute ist, es ist eh noch etwa 5 Minuten zu lang. Vielleicht kann ich einfach alles rauslassen. 5 Minuten zu lang? Kannst du das so genau sagen? Ja. Wirklich? Ich arbeite mit der Nicole Knut zusammen, die so ein Dramaturgie und so. Und sie hat auch gefunden, wenn du noch 5 bis 10 Minuten streichen könntest, damit sie so satte 75 Minuten am Stück ohne Pause, auch 75 Minuten wramm, durch, alle Energie raus und dann ist es fertig. Yeah. Im Moment ist es dann so 85. Ja. Yeah. Aber wir haben es mega kurz vor 2,5 Stunden. Hey, es passiert einfach. Ja. Es ist jetzt irgendwie so 5 Jahre Material, wo ich zuerst schon mal schauen, okay, um was geht es eigentlich in meinem ersten Stück? Ich meine, wie lange bist du am Arbeiten gewesen, bevor du dein erstes Solo so gebracht hast? Du musst Arbeiten definieren, weil mein erstes Solo ist eigentlich, die Premiere ist eigentlich auch mein erster Auftritt gewesen. Oh, wow. Okay, aber das heißt, du hast vorher nie so Stand-up-offene Bühnen und Mixed-Shows gemacht? Es hat alles noch nicht wirklich gegeben. Es hat Comedy in der Zukunft gegeben. Dort bin ich einmal auftreten und habe 2x10 Minuten gemacht. Dann hast du gefunden, hey, ich glaube, jetzt mache ich ein Solo. Nein, dort bin ich schon lange am Solo am Schreiben gewesen. Okay. Also, das heißt, du bist direkt mit einem Solo eigentlich in die Szene eingestiegen? Ja, es hat wie die Szene noch nicht gegeben. Stimmt. Also, ich finde es geil, dass es immer ein bisschen mehr gibt. Voll. Was haben wir? Ich mache die Kurzversion. Okay, aber ganz schnell aufs WC. Ist gut. Ich fange mal an. Ich fange mal an mit der Kurzversion, bis du auf dem WC gesehen bist. Nein, ich muss alles. Genau. Der Christoph kann mir jetzt zuhören, wenn ich von meinem ersten Solo erzähle. Also erzähl, ja. Das, dein erstes Solo. Ich kann eigentlich so ein bisschen Einleitungssätze machen, dass wenn Jane zurückkommt, dass sie trotzdem wie von Anfang an dabei ist. So, das oder? Machen wir jetzt extra langsam. Genau. Also, am 1. Februar 1988. Das ist ich, schon lange her. Bin ich auf die Welt gekommen. Ja? Und meine Eltern haben so gelacht, wo sie mich gesehen haben, es ist klar, ich werde Komiker. Ja? Super lustig. Das war ein sehr sarkastischer Lacher. Der Sarkasmus ist heute gross für den Christoph, muss ich sagen. Nein, meine Mutter behauptet, sie schon bei mir als Kind klar gewesen, dass ich Komiker werde. Das sagt man doch immer so, die erste Regung, die ein Kind vor sich gibt, gibt ein Zeichen, was das Kind mal wird. Wirklich? Ja, wenn es dann singt oder so, dann wird es ein Sänger, oder wenn es mit den Füßen wackelt, dann wird es ein Tänzer. Oder das sind alles künstliche Berufe. Was macht der Sachbearbeiter? Als erstes einfach mal so ein bisschen mit den Fingern. Gute Frage. Listen Excel-Tabellen. Unrealistisch. Nein, aber es ist der erste Teil vom Ganzen ist, dass das habe ich schon ein paar Mal da erzählt im Podcast, wo ich mit der Maya gesehen habe. Mit 12 habe ich so zum ersten Mal den Traum gehabt, vielleicht selber irgendwann ein Solo-Programm zu haben. So. Und Jane is back. Hello. Und ich hatte immer den Traum von dem Solo-Programm, gehabt, so im Hinterkopf und so. Und als ich 16 war, habe ich einmal meinem besten Freund gesagt, und ich habe gesagt, ich würde gerne Komiker werden. Wow, es ist wirklich ein Kindheitstraum für dich. Ja. Und er hat gesagt, ich habe 5 Kindheitsträume müssen durchlassen, bis ich jetzt endlich zu dem komme. Wirklich? Ja, und bei mir ist alles, was ich gemacht habe, immer so ein bisschen auf das Ziel geschafft. Ich habe immer so gedacht, ja, Moderator ist okay, Schauspieler hat ein bisschen mehr Spass gemacht, eben im Theater vor Live-Publikum.
Film ist dann wieder etwas anderes gesehen. Also weißt, du bist immer so, manchmal bist du näher gesehen und manchmal bist du weiter weg gesehen. Und dann ist irgendwie, was ist gesehen? Das Höchste von allen Künsten, man muss sich auch aufangeln, an verschiedensten anderen Berufen, bis ja, man dort so. Ja. Am Peak angekommen ist. Und dann habe ich mit irgendwie, was ist gesehen, im 2009 oder im 2010, habe ich gesagt, was wäre so, wenn ich jetzt einfach könnte wählen könnte, was würde ich am liebsten machen? Dann habe ich gefunden, eine Late-Night-Show. Das war mein Ziel damals. Dann habe ich gefunden, eine Late-Night-Show, weil ich finde Conan O'Brien so toll und irgendwie, ah, das verbindet alles. Stand-up, du machst aber auch Sketches, du hast Interviews. Du bist ein guter Late-Night-Show-Host, glaube ich. Ja, das ist traumhaft, wirklich. Und dann habe ich mir überlegt... Schon traumhaft. Ja, wirklich. Und dann habe ich mir überlegt, das SRF wird mir nie anrufen, um zu sagen, hey, willst du eine Late-Night-Show machen? Die wissen nicht mal, dass es mir gibt. Was könnte ich machen? In dem Theater, wo ich immer Theater spiele, ich könnte einfach eine Theatershow daraus machen. So, kurzfassig, ich mache das, es funktioniert immer wie besser. Dann mache ich es 3 Jahre. Aber ich habe dort schon recht schnell gemerkt, dass wir die nicht ewig machen. Wie hast du es genannt? Primetime-Show. Primetime Show. Weil es um 8 Uhr gelaufen ist. Es war eine Late-Night-Show, die zur Primetime läuft. Okay. Weil es halt im Theater ist, oder? Ja. Theater ist automatisch Primetime, ist echt mega gut. Gell? Ja. Einfach ja. Automatisch. Und dann ist 2011 und ich mache die Primetime-Show schon ein Zeitchen und so und bin todunglücklich mit meinem Leben und allem drum und dran und so. Nein. Doch, doch. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich endlich das machen, was ich immer schon wollte. Ich muss einfach das Hura-Solo-Programm machen. Und habe wie gewusst, ich brauche jemanden, der mir ein bisschen in Arsch bist. Oder in Arschtritt, oder wie man es immer nennt. Ey, was auch immer für dich am meisten bringt. Yeah. Zuerst musst du aber jemanden finden, der dir in Arsch beißt, genau. Um deine Karriere zu fördern. Nein, aber es ist einfach so wie klar gewesen. Wer ist das gewesen? Ich brauche klare Ziele. Yeah. Und dann gibt es den Jardin Duvin. Manuel Weingartner. Yeah. Er hat für Jacopo Müller geschrieben und einen sehr lustigen Twitter-Account gehabt. Darum hat er überhaupt für Jacopo Müller geschrieben. Und ich habe ich vergesse übrigens, wie lange es Twitter schon gibt. Ja, und ich habe ihn nicht gekannt, wirklich. Ich habe gewusst, es gibt ihn. Und er ist mal die Primetime-Show geschaut, wo der Mike Müller zu Gast war. Und habe irgendwie gedacht, mir gefällt, wie der so auf Twitter irgendwie sich gibt und so. Und dann habe ich ihm auf Twitter eine Nachricht geschrieben und gesagt, hey, ich will ein Solo-Programm arbeiten und ich brauche einen Regisseur. Ja, habe irgendwie an dich gedacht. So. Und dann hat er mega herzig zugeschrieben. Wie viel kostest du? Er wüsste, dass er noch nie so etwas gemacht hat, aber er traut sich das zu und so. Und dann haben wir uns am Bahnhof Büffet Olten getroffen. Das war auf der Mitte gesehen für beide. Und dann haben wir dort etwas getrunken und ich habe ihm so ein bisschen erklärt, was ich gerne würde machen. Ich hatte eine ganz kleine Nummer schon gehabt und die ihm die mal gezeigt. Und danach war er quasi eben mein Regisseur gewesen. Hauptsächlich war er einfach der gewesen, der gesagt hat, in 2 Monaten hast du 5 Nummern geschrieben, damit wenigstens ein Ziel rum ist. Mhm. Und dann habe ich vielleicht 2 geschrieben gehabt, ich habe wenigstens etwas gemacht. So, dann bin ich so ein bisschen in den Prozess gekommen vom Schreiben. Hatte die Late-Night-Show gehabt, dort habe ich vielleicht mal 2 Minuten können ausprobieren, aber dort habe ich meistens halt so satirische Jokes gemacht. Das heisst, das hat nicht wirklich für Solo etwas gebracht. Und kennst du Dominik Giesin? Ja, ja, der rothaarig, wo nicht? Nicht rothaarig, dunkelgrauhaarig. Er hat Too Late Show gemacht in Bern, Schauspieler. Ja, nicht persönlich. Ja. Nicht persönlich. Er war mein erster Manager gesehen und der Schaden war bei mir Regisseur gesehen. Und dann habe ich ein Jahr lang habe ich da Nummern geschrieben und gemacht und da und irgendwann habe ich eine Stunde zusammen gehabt. Und dann bin ich bei mir in der Stube vor dem Giesin und dem Chardin das erste Mal auftreten und habe die Stunde performt. Und das vor genau, 2 Personen? Genau, das war genau das gleiche gewesen wie das Tryout. Sie sind auf dort gesessen, haben geschaut. Nach einer Stunde sind wir dann angesessen und dann haben sie mich für 3 Stunden geroastet. Aber weißt du, also schon nett. Aber so Tough Love halt, einfach das ist nicht gut und das und Zeugs und Sachen. Und dann habe ich die ganze Stunde weggeschmissen. Und die ganze Stunde? Ja, und habe 11 Monate später schon das Premiere-Datum fix gehabt im Herbsttheater, wo ich gewusst habe, 1. November 13 habe ich Solo-Premiere. Und habe die ganze Stunde weggeschmissen und habe dann in den 11 Monaten quasi Solo erarbeitet. Und
Einmal eben eine Mixed Show, Comedy in der Zukunft. Einmal eine Open Stage, wo ich nochmal, glaube ich, 10 Minuten machen konnte. Mehr hat es noch nicht gegeben. Und somit bin ich an dieser Premiere mit 80% noch nie performtem Material auftreten. Und das war darum wirklich meine Premiere gewesen. So. Und mein erstes Solo ist so, man kann es online schauen. Mein erstes Solo ist für mich eben mehr wieder Einstieg gesehen. Andere würden für das wahrscheinlich kein Solo mehr machen, sondern das wäre so 2-3 Jahre Open Mics und Mixed Shows und dann irgendwann machst du mal ein Solo. Aber für mich ist halt das die Erfahrung gesehen. Aber ist doch cool, dass es verschiedene Wege gibt, um das herzugehen. Mhm. Mega. Du hast immerhin auch 2-3 Jahre quasi geschafft mit dem Material. Einfach ja. Mit, vielleicht mehr mit so privat, mit vertrauten Leuten, wo mega viel Erfahrung haben. Ja, also es ist genau das gesehen. Es ist ja. In irgendeiner Art und Weise ist das rum gesehen. Es ist einfach nicht gesehen, dass ich es immer vor ein paar Leuten performt habe. Ja. Aber wie du sagst, es hat ja auch noch nicht wirklich so Stand-up-Keller gegeben. Nein. Also wo übst du das? Und damals, ich weiß auch nicht, aber in diesen Mixed-Shows, es war ja viel mehr Kleinkunst gewesen, so Mixed-Shows. Mhm. Dort haben sie ja wie nicht so Stand-Ups gecheckt. Nein, das tun sie ja zum Teil heute noch nicht. Ja. Aber dort ist es ganz extrem gewesen, ja. Also ich habe dann zum Glück, gerade mit der Premiere, haben wir dann angefangen, Comedy im Balz zu organisieren, weil es darum gegangen ist, dass man eben eine effektive Comedy-Bühne kreiert. Man muss sich das wirklich selber machen, wenn man will, dass es gibt. Genau. Das ist wirklich... Ja, das ist immer schon mein Credo gesehen. Niemand gibt dir das, wo du schon lange darauf hoffst, sondern du musst es selber machen. Ich bin mega Fan von der English Comedy Scene in Zürich, Basel. Mhm. Weil die wirklich seit 5 Jahren... Ich habe fast dort mehr angefangen, Stand-up zu machen als im Deutschen, weil es hat ja noch keine deutsche Stand-up-Bühne gegeben. Mhm. Und für Englisch hat es etwa 3 gehabt. Yeah. Und dann hast du gewusst, okay, ich muss mich mit denen absprechen und dann kann ich wenigstens auf Englisch anfangen zu spielen. Mhm. Was zwar etwas ganz anderes ist, finde ich, weil die Expats als Publikum einfach viel zugänglicher sind. Yeah. Viel offener. Sie finden alles einfach schon mal lustig. Sie sind auch froh, zum daten zu sein. Yeah. Ganz ein anderes Publikum. Gut, ich bin Open Mic sehe noch recht oft so. Ja, wobei ich letztens zu alt war. Gut, man hat nicht konsumieren. Again, es ist einfach, es ist jetzt gerade nicht repräsentativ. Yeah. Aber meine ersten Erfahrungen sind wirklich mit dem English Stand-up gewesen. Yeah. Und ich habe das so cool gefunden, dass sie einfach gefunden haben, hey, wir wollen Komiker werden, es gibt in Zürich nichts, wir machen jetzt etwas. Genau. Das ist so eine gute Attitude und dann ist auch alles möglich gewesen. Ein richtig geiler Scheißort, wo das Publikum, oder irgendwie ist dann einfach drauf Fußball live gelaufen oder irgendeine irische Band im Ecke, wie so, shut up, we're trying to talk und sie dann, das war wirklich lustige Zeit gewesen. Ja, das gehört irgendwie alles meiner Meinung nach mega dazu und macht das Ganze dann auch, wie würde ich sagen, macht das Ganze auch speziell und einzigartig, weil durch das sammelst du Erfahrungen, wo, wenn es einen klaren Weg gäbe, dann würden wahrscheinlich viel mehr Menschen es probieren und würden wahrscheinlich auch viel mehr scheitern, weil sie das Gefühl haben, es muss genau so sein und wenn es dann nicht so ist, dann geht es zusammen. Und mit diesen Wegen, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, ist es wirklich so, jede Person ist auf dem eigenen Weg, wo völlig verschieden kann aussehen und es gibt kein richtig oder falsch. Und das finde ich etwas vom Schönsten und am Ganzen. Dass einfach, eben, wenn es nicht gefällt, kreiere etwas selber. Und wie auch immer cool. Das dann ist. Und wenn du plötzlich Bock hast, zum Anfang eine Comedy machen, dann steigst du einfach ein, dann genau. Kommst du einfach. Und das ist wie so alles da. Also es gibt, das finde ich auch so schön, gerade an dieser Branche, es gibt nicht das Höchstalter zum Anfang, es gibt nicht das Mindestalter. Es ist wirklich so, wenn du Lust hast, zu mitmachen, dann fängst du einfach an. Ja, und es gibt keinerlei Begrenzungen, weißt, was du irgendwie darfst machen, was du nicht darfst machen, sondern es ist einfach. Und immer mehr. Also ich glaube auch jetzt irgendwie, in der Schweiz checken es auch langsam, dass man vielleicht eben Kabarett und Kleinkunst und Comedy nicht mehr so klar trennen kann. Also du musst anfangen, Leute mischen lassen, weil die Schweizer Stadt einfach zu klein ist, um nur in einem Genre zu funktionieren. Ja, ich meine, das ist, wo wir angefangen haben mit Comedy im Balz, ist eine von den 3 Personen, die auftreten ist, der Laurin Buser gesehen, wo er nicht per se Comedy macht, sondern ein Class Slam Poetry, wo aber auch lustig kann sein. Und
Und es hat es nicht nur verdreht, sondern es hat die ganze Show noch besser gemacht, weil es eben nicht gesehen drei machen, voll Haut drauf, sondern noch etwas, wo du ein bisschen nachdenkst. Irgendwie, in seinem Fall hat er eine Nummer gemacht, wo er noch, weißt, irgendwie etwas rhythmisch drin hat, noch ein halbes Lied. So, mhm. Und dann merkst du auf einmal, was auch schon nur der Begriff Comedy voll, ja. an Dehnbarkeit hat. Es ist so ein bisschen feinstofflich, aber es kann auch etwas komplett anderes sein, solange es in den Vibe vom Abend reinpasst. Mhm. Wenn es auch eine musikalische Darbietung sind. Also wie so, solange man, ich finde, es ist so geil. Hauptsache man merkt, dass alle Künstler quasi irgendwie auch, die werden es auch gut haben zusammen. Ich finde, das ist auch mega wichtig. Ja. Yeah. Wenn du so merkst, das ist jetzt ein cooler Vibe und alle kommen wie so aus verschiedenen Ecken, aber heute Abend passt es mega gut zusammen. Und vor allem, was ich immer empfinde, ist, es gibt mittlerweile so zwei, drei, wo so ein bisschen wie ein Konkurrenzkampf entsteht, aber gerade eben dort, wo wir angefangen haben, ist es wirklich gesehen, Charlie ist schon mal gesehen, Büssi, Javi Garcia, ich, und du hast nie das Gefühl gehabt von dem irgendwie Konkurrenzkampf oder so, sondern vielmehr, wenn du mal zusammen in einem Auftreten bist, ist so gesehen, wow, du trägst etwas dazu bei, ich hoffentlich auch. Und die Leute haben einen geilen Abend gehabt und wir haben Comedy, eben der Dachverband Comedy, haben wir gepusht, wir haben Werbung gemacht für Comedy. Ja, ihr seid der gewesen, also sind quasi die Mitglieder and Founders of Comedy Schweiz. Aber es hat natürlich, der Begriff Comedy hat natürlich zum Teil schon eine Konnotation gehabt bei Menschen. Also ist auf comedy.ch. Oh, comedy.ch, da reden wir dann noch drüber. Comedy.ch. Wir haben aber nicht mehr so viel Zeit. Oh, bam, ja, googelt das mal, das ist natürlich gut. Man muss auch der Erste sein, der es checkt. Ja, man kann es, glaube ich, immer noch kaufen. Nein, man wird direkt weitergeleitet. Ah, ist schon gekauft worden? Aha. Ja, okay. Google that shit. Aber zum den Kreis schließen, weil wir müssen jetzt dann gerade aufhören, ja. Aber zum den Kreis schließen zu deinem Solo, wo im November Premiere hat und sich bis dann noch ein bisschen entwickelt. Du hast mich gefragt wegen mir. Wenn du die letzten 5 Jahre in dem Fall nimmst, ist es extrem schwierig gewesen, für dich überhaupt, will ich sagen, eine Aussortierung zu machen. Was kommt rein, was kommt nicht rein? Ich glaube, das Schwierigste war, die ersten 2 Jahre mega Bombe solo yeah. und noch nicht genau wissen, wer ist die Bühnenperson, die ich kann verkörpern kann. Yeah. Weil ich mache mega gerne Sketches und verschiedene Figuren, aber für Comedy Cabaret ist es so wichtig, dass es ein Teil von dir ist und dass es wie so ein authentisch ist. Weil sonst spielst du einfach eine Figur einen Abend lang und mein Ziel war schon, um so fest wie möglich einfach mich selber sein können. Yeah. Die Frage war, welche Stimme in meinem Kopf wird sich durchsetzen. Und es ist die frustriert gewesen. Es ist wie das, manchmal muss man einfach, also ich habe mir, glaube vielleicht auch etwas anderes vorgestellt. Ich habe mir einmal vorgestellt, ich würde vielleicht wie so ein Hazelbrugger mit einem schwarzen T-Shirt auch so da stehen, mhm. oder wie so ein Christoph Fritz auch so da stehen, 1,5 yeah. Stunde lang und das Mikrofon heben und gar nichts machen. Und dann habe ich wie müssen mir eingestehen, nein, ich bewege mich permanent. Es ist einfach so. You gotta accept who you are, you know. Mhm. Und jetzt habe ich so akzeptiert, wer ich bin und jetzt kommt es auch viel einfacher und es kommt viel besser an und ich habe viel weniger Mühe beim Schreiben. Also es ist jetzt wie auch, du gell, eine kleine Selbstfindungsreise gewesen. Ich weiss noch nicht, ob ich angekommen bin, aber jetzt kann ich wenigstens arbeiten. Verstand ich absolut. Also ich habe das Gefühl, man kommt wahrscheinlich nie wirklich an, aber die Bühnenfigur, sage ich immer, die kannst du dir nicht aussuchen, sondern die sucht die aus. Also, das war vielleicht eine Verstörung. Und das Publikum muss es dir auch glauben. Sie müssen es verstehen so passiert und sie müssen es ja. dir glauben. Das heißt, auch wenn es für dich stimmt, wenn es dir niemand abkauft, yeah. dann bist du noch nicht ready, dann musst du immer noch weiter suchen. Mhm. Weil irgendwie die Leute merken das sofort. Mhm. Es geht 2 Sekunden und sie spüren es. Sie merken, dass du dir selber vorspielst, schneller als du es selber merkst. Ja. Es ist ein Hund, er schmeckt Angst und du so, ja, ja. Oh, lieber Hund, und der Hund so, oh no, you hate me. Ja, stimmt. Sehr schön. Ja, ich habe gerade das Publikum Hund genannt. Das hast du jetzt gesagt. Ich habe jetzt die Konnotation nicht gemacht. Ich habe es gerade gemerkt. Florian Inhouser disst und all meine Publikum auch Hund genannt, okay. Das wird Erfolg. Ich lasse den jemand bis da, oder? Hey. Mal schauen, wenn wir den Test machen. Podcast at joelvonmutzenbecher.ch. Sind ihr Hunde oder Katze? Bis du hierher gehört hast, soll sagen, ob die Hunde oder Katze sind. Ja, voll. Allerletzte Frage. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Um mich gut zu fühlen? Ja.
tanzen. Tanzen? Ja. 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 Also allein? Komplett egal. Völlig egal. Mit klaren Moves oder einfach, wie es sich gerade anfühlt? Einfach gerade tanzen. Ja. Aber es ist geil, zum klare Moves haben, es ist cool, zum so Sachen einstudieren. Ja. Aber eigentlich muss man können spontan, finde ich, Musik und tanzen. Was ist so das letzte Mal, wo du richtig getanzt hast? Was für Sound? Neulich in meinem Zimmer zu einer neuen Platte von einer Gruppe aus den 80er Jahren von vier Frauen, die wie heisst es? Es ist wirklich ganz neu. Yeah. Und ich habe es wirklich nur wegen dem Plattencover gekauft, aber ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit einfach nach dem Plattencover kaufen. Yeah. Und es ist so ein geiler Garage-Trash-Rock aus den 80er Jahren. Ich stirb. Sehr geil. Ich tue es noch herausfinden. Yeah. Und schicke es dir. Okay. Okay. Podcast at vonmutzenbecher.ch, falls es so interessiert. Joel von Mutzenbecher.ch. Joel von Mutzenbecher.ch. Ja. Jane Mumford, vielen, vielen Dank. Joel von Mutzenbecher. Können wir einfach so ein Sonderformat machen? Mutzi und Mumfi. Oh, trinken das Prosecco gut. Zusammen. Ja? Okay. Prosecco Time. Prosecco Time mit Mutzi und Mumfi. Finde ich sehr gut. Alles Liebe. Cool. Bis ganz bald wieder. Danke für die Einladung. Hey, komm gerne wieder mal. Und bis bald. Bis bald.